Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer aus dem Deutschen Hygienemuseum, genauer aus unserer Bibliothek heute, begrüße ich Sie ganz herzlich zur heutigen Online-Diskussion zum Thema die Rolle von Expertinnen und die Bedeutung von Verschwörungstheorien in Zeiten der Corona-Pandemie. Diese Veranstaltung ist die erste von zwei Veranstaltungen zu philosophischen und ethischen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, die wir heute und am 4. Februar in Kooperation mit dem Institut für Philosophie der TU Dresden durchführen und bei den Kollegen des Instituts, namentlich bei Dr. Petro Schmächtig, Dr. Rico Hauswald und Professor Markus Tiedemann, möchte ich mich für die konzeptionelle Vor- und organisatorische Zusammenarbeit ganz herzlich bedanken. Unsere beiden Institutionen hat tatsächlich die Corona-Pandemie zusammengeführt, also offenbar trennt sie Menschen nicht nur. Denn die Corona-Pandemie ist für uns Anlass und Rahmen, über bestimmte Fragen und Probleme, die sich uns in unserer Arbeit eigentlich schon längere Zeit stellen, aber die jetzt sehr prominent in den Fokus rücken, nachzudenken. Heute Abend sind das Verschwörungstheorien, die im Umfeld der Pandemie gerade eine gewisse Konjunktur haben. Für uns als Museum und damit als Institution auf der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit verbindet sich damit die Frage, ob sich in der Popularität solcher Verschwörungstheorien ein verändertes, vielleicht krisenhaftes Verhältnis der Öffentlichkeit zur Wissenschaft beziehungsweise wissenschaftlicher Expertise ausdrückt. Und wenn das so wäre, ob sich daraus für uns als Museum ein besonderer Auftrag bezüglich der Vermittlung von Wissen ableitet. Das ist nicht Gegenstand der heutigen Diskussion, aber Hintergrund unseres Interesses am Thema. Heute Abend geht es vielmehr um die Frage, was Verschwörungstheorien sind, ob sie ein eher aktuelles Phänomen sind oder ob es sie immer schon gab, unter welchen Bedingungen sie entstehen und wie sie sich zu wissenschaftlichem Expertentum verhalten. In der zweiten Veranstaltung am 4. Februar diskutiert dann der Dresdner Philosoph Markus Tiedemann mit dem Ethiker Dieter Birnbacher und dem Juristen Reinhard Merkel das ethische und rechtliche Dilemma der Corona-Triage. Nach welchen Kriterien entscheiden Ärzte über Leben und Tod, wenn, wie eben im Fall der Triage, mehr Patienten eine intensivmedizinische Versorgung oder Beatmungsgeräte benötigen, als in Kliniken vorhanden sind? Wer wird dann behandelt und wer nicht? Auch diese Veranstaltung wird wieder online stattfinden und Sie sind jetzt schon herzlich dazu eingeladen. Ganz kurz noch zum Ablauf des Abends, bevor gleich der inhaltliche Teil beginnt, übergebe ich jetzt zunächst an meine Kollegin Christine Heinig, die Ihnen noch ganz kurz einige technische Hinweise gibt, wie Sie als Publikum von außen Fragen an unser Podium, an unsere Expertinnen adressieren können. Anschließend werden die beiden Moderatoren des heutigen Abends, Dr. Rico Hauswald und Dr. Petro Schmächtig, in die Fragestellung einführen und die drei Expertinnen, Nicola Gess, Michael Butter und Daniel Konitz, vorstellen. Es folgen dann drei Input-Statements der Expertinnen und dann schließt sich die Diskussion an, an der Sie sich, wie erwähnt, rege beteiligen können. Wie das funktioniert, sagt Ihnen jetzt meine Kollegin Christine Heinig, an die ich damit übergebe. Und ich wünsche Ihnen eine spannende Diskussion. Ja, guten Abend, liebe Gäste. Auch ich begrüße Sie herzlich zu unserer heutigen Abendveranstaltung. Susanne Ilmer hat mich Ihnen bereits eingeführt in meiner Rolle als Moderatorin Ihrer Fragen und Kommentare, die Sie am heutigen Abend mit uns teilen wollen. Bevor wir also in den inhaltlichen Teil dieser Veranstaltung einsteigen, möchte ich Ihnen einige technische Hinweise geben und Ihnen erläutern, wie Ihre Fragen nachher zu uns und zu den Expertinnen und Experten kommen. Wir befinden uns in einem Zoom-Webinar, das heißt, Sie haben gegenüber uns als Podiumsbeteiligten und Verantwortlichen nur eingeschränkte Funktionen. Wir können uns Ihnen in Bild und Ton zeigen. Diese Möglichkeit besteht heute Abend für Sie leider nicht. Sie sollten aber sehen auf Ihrem Monitor die jeweils gerade Sprechenden in Ton und Bild. Sie sollten außerdem sehen im mittleren, unteren Teil Ihres Monitors eine Leiste mit Funktionalitäten, mit Funktionen. Dort befindet sich das Symbol für das Handheben, das Symbol für F und A oder Q und A in der englischen Version, also das Frage-Antwort-Symbol, sowie die Chat-Funktion. Die Chat-Funktion haben wir heute Abend für Sie ausgeschaltet. Das heißt, Sie können keine Kommentare in den Chat schreiben. Wir nutzen den Chat, um Ihnen einige wichtige Informationen im Verlauf des Abends zukommen zu lassen.
Sollten Sie einige der von mir eben benannten Funktionen nicht sehen, könnte es daran liegen, dass Sie sich über einen Browser heute zugeschaltet haben und nicht über die Zoom-App, die auf der Webseite zum Download angeboten wird. Auch der Zugang über einen Browser sollte Sie aber nicht daran hindern, der Veranstaltung gut zu folgen in Bild und Ton. Es kann eben nur sein, dass Sie einige der Funktionen zur Publikumsbeteiligung nicht nutzen können. Ich möchte Ihnen nun noch kurz erläutern, wie Sie Ihre Fragen stellen können. Die Chat-Funktion ist ausgeschaltet, das hatte ich bereits erwähnt, aber Sie haben die F&A-Funktion. Darin können Sie schriftlich Ihre Fragen stellen. Diese werde ich hier sammeln. Das heißt, Sie können eigentlich schon, wenn Sie während der Expertenbeiträge eine Frage haben, diese schriftlich formulieren, diese zu mir senden. Und ich werde diese dann an die Expertinnen und Experten weiterleiten in einem extra dafür vorgesehenen Zeitfenster. Deshalb bitte ich Sie um etwas Geduld. Wir werden die Fragen nicht live und in Echtzeit beantworten, sondern im erwähnten Zeitraum in einem späteren Verlauf von der Veranstaltung. Ich hoffe nun, dass Sie uns gut hören können, dass Sie uns gut sehen können und dass Sie auch die verschiedenen Funktionen in Ihrer Zoom-App entdeckt haben. Wenn das der Fall ist und Sie sich technisch gut gerüstet fühlen für dieses Webinar, dann würde ich mich freuen, wenn Sie mir kurz ein Handzeichen geben, also die Funktion Handheben ausprobieren. Ich sehe rasend schnell, unsere 100 Zuschauerinnen und Zuschauer zeigen fast alle das Handzeichen. Das ist sehr schön, genau somit weiß ich Bescheid. Sie sind bereit für den Start. Sie können die Hand jetzt wieder senken. Gestatten Sie mir noch eine kleine abschließende Bemerkung. Dieses Webinar wird aufgezeichnet. Das sollte für Sie nicht weiter von Bedeutung sein, weil Sie eben, wie gesagt, nicht in Bild und Ton hier zu sehen sind. Ich möchte Ihnen das aber dennoch vorher sagen. So haben Sie die Möglichkeit, das Webinar auch im Nachhinein nachzuhören. Wenn Sie nachher Fragen stellen, an dieser Stelle die Zusicherung, dass ich Ihren Namen nicht hier nennen werde, sodass Sie also auch anonym eine Frage stellen können. Ja, dann übergebe ich an dieser Stelle an unsere beiden Moderatoren, an Rico Hausbald und Petro Schmächtig. Vielen Dank. Ja, besten Dank für die Vorstellung und von meiner und unserer Seite auch. Erstmal herzlich willkommen. Ja, wir wollen an diesem Abend ja zwei Themen diskutieren, die für das Verständnis der gegenwärtigen Situation wesentliche Bedeutung haben, wie wir denken. Der Zusammenhang zwischen diesen beiden Themen ist allerdings vielleicht nicht auf den ersten Blick offensichtlich, sodass ich jetzt erstmal versuchen will, eine ganz grobe Orientierung zu geben. Also zum einen soll es eben um die Rolle von Experten in Zeiten wie der Corona-Krise gehen. Dass Experten generell in modernen Gesellschaften eine zentrale Rolle spielen, dürfte relativ offensichtlich sein. Fragen über zum Beispiel die durch das Virus hervorgerufenen Symptome, über effektive Eindämmungsmaßnahmen oder auch verschiedene Kollateralschäden, die jeweils mit diesen Maßnahmen verbunden sind oder durch sie drohen. Solche Fragen dürfen sich, wenn überhaupt, nur durch Rückgriff auf einschlägige Experten zufriedenstellend beantworten lassen. Nun ist allerdings dieses Zurückgreifen auf Expertise ein, könnte man sagen, ein anspruchsvoller Vorgang, der im Detail verschiedene Herausforderungen mit sich bringt und bei dem sozusagen vieles schiefgehen kann. Und hier sind wir dann beim anderen Thema angelangt, denn Verschwörungstheoretikern werden regelmäßig Defizite in genau diesem Bereich vorgeworfen. Also es wird dann gesagt, dass sie entweder komplett die Notwendigkeit negierten, auf Experten zurückzugreifen und stattdessen an einem falsch verstandenen Ideal des Selberdenkens oder der epistemischen Autonomie festhalten. Von Kant stammt ja die berühmte Aufforderung zum Mut, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen. Und ja, bei Verschwörungstheoretikern schlage dann dieser Mut sozusagen in intellektuelle Tollkühnheit um. Ein anderer alternativer Vorwurf lautet, dass die Verschwörungstheoretiker zwar nicht prinzipiell gegen die Wissenschaft sich stellen oder die Bedeutung von Experten überhaupt negieren, sondern sogar im Gegenteil häufig zuhauf wissenschaftliche Untersuchungen zitieren, Statistiken auswerten
oder eben auch Experten anführen, aber dabei auf die falschen Experten hören. Also sie stützen sich dann einseitig auf solche Experten, die sie für besonders unabhängig oder ideologisch unverbrämt halten, die aber dann in Wirklichkeit unseriös sein. Und wir werden dann in der Diskussion darauf eingehen, inwieweit derartige Vorwürfe tatsächlich berechtigt sind. Was wir allerdings in diesem Zusammenhang auf der anderen Seite ebenfalls mitbedenken sollten, sind gewisse, man könnte das intellektuelle Laster nennen oder Defizite seitens der Experten. Also da wäre zum Beispiel zu denken an die Art und Weise, wie sie ihr Wissen gegenüber einer breiten Öffentlichkeit kommunizieren. Und zum anderen sollten wir ebenfalls denken an Defizite beim Umgang mit Experten und Wissenschaft, die in der Corona-Krise eventuell weiten Teilen der Politik, der Medien und der Öffentlichkeit vorgeworfen werden müssen, also nicht nur den Verschwörungstheoretikern. Zu denken wäre hier beispielsweise an eine zu einseitige Expertenauswahl, eine unzureichende Berücksichtigung bestehender Unsicherheiten und auch wissenschaftlicher Dissense oder auch eine expertokratische Verkürzung politischer Entscheidungen. Das heißt also, die Annahme, dass politische Entscheidungen quasi automatisch aus bestimmten wissenschaftlichen Ergebnissen folgen würden. Und wir wollen vor diesem Hintergrund auch auf die Frage eingehen, ob es nicht sein könnte, dass es gerade solche Defizite und Pathologien des öffentlichen Diskurses, wie man sie nennen könnte, sind, die überhaupt erst den Nährboden für das vermehrte Umsichgreifen von Verschwörungstheorien darstellen. Und wir haben übrigens zu diesem Aspekt auch eine Umfrage vorbereitet, an der Sie, also das Publikum, gleich teilnehmen können. Aber da komme ich in einer Minute nochmal drauf zurück. Also um solche Fragen diskutieren zu können, müssen wir uns freilich zunächst erstmal darüber verständigen, was Verschwörungstheorien und verschwörungstheoretisches Denken eigentlich genau sind. Und wir haben es hier mit einem komplexen Phänomenbereich zu tun. Und ich denke, wir sollten hier mindestens drei analytische Ebenen unterscheiden. Zum einen wäre zu fragen, wovon Verschwörungstheorien überhaupt handeln. Also was ist ihr Gegenstandsbereich? Und die Antwort liegt nahe, dass es sich dabei um reale oder imaginierte Verschwörungen handelt. Aber was sind Verschwörungen? Welche Form haben sie? Welche historisch reale Rolle im Weltgeschehen spielen sie tatsächlich? Dann wäre auf einer zweiten Ebene dann die Verschwörungstheorien also anzuvisieren. Das sind offenbar die Ergebnisse bestimmter Praktiken des Nachdenkens oder Spekulierens über Verschwörungen. Aber was genau zeichnet diese Praktiken aus? Also ist jeder, der irgendwie über Verschwörungen nachdenkt, ein Verschwörungstheoretiker? Falls ja, würde das uns hier auf dem virtuellen Podium wahrscheinlich bereits zu Verschwörungstheoretikern machen, denn irgendwie denken wir ja auch über Verschwörungen nach. Eine andere wichtige Frage in dem Zusammenhang wäre, ob alle Verschwörungstheorien ungerechtfertigt und falsch sind oder ob es auch ernstzunehmende gibt. Und die Tatsache, dass es offenbar unbestreitbar Verschwörungen gab und gibt, also die Ermordung Cäsars, die Attentate auf Hitler und so weiter, könnte das ja durchaus nahelegen. Welche Konsequenzen haben Verschwörungstheorien für den öffentlichen Diskurs? Also eine Unterminierung des Vertrauens in öffentliche Institutionen zum Beispiel. Welche Gefahren drohen da sonst noch? Und schließlich wäre auf einer dritten analytischen Ebene der sprachlich-kommunikative Gebrauch des Ausdrucks Verschwörungstheorie in den Blick zu nehmen. Was in diesem Zusammenhang beispielsweise auffällt, ist, dass nicht selten auch Menschen als Verschwörungstheoretiker tituliert werden, die eigentlich gar keine Verschwörung im engeren Sinn behaupten. Also das Label Verschwörungstheorie scheint zumindest manchmal bestimmte politische, kommunikative, argumentationstheoretische Effekte zu haben. Es ist etwas, was man vielleicht epistemische Invektive nennen könnte. Das heißt, ein Ausdruck mit stigmatisierender, ausgrenzender Wirkung. Das heißt, also wenn etwas, eine Auffassung als verschwörungstheoretisch bezeichnet wird, wird damit irgendwie signalisiert, dass eine argumentative Auseinandersetzung mit dieser Auffassung auf Augenhöhe nicht sinnvoll ist. Und hieran
könnte man dann die Frage anschließen, welche Konsequenzen sich damit für den öffentlichen Diskurs ergeben und auf der anderen Seite auch, welche Konsequenzen sich für den kommunikativen Umgang mit dem Label Verschwörungstheorie ergeben. Also ist eine Stigmatisierung und Ausgrenzung vielleicht eine unvermeidbare Konsequenz beim Umgang mit denen, die für rationale Argumente gar nicht mehr erreichbar sind. Das ist immer so eine Formulierung, die dann gebraucht wird. Aber besteht nicht auf der anderen Seite umgekehrt auch die Gefahr, dass dieses Label dazu verwendet wird, jegliche missliebige Zweifel und eigentlich notwendige und legitime Kritik an Lobbyismus, an Korruption, woran auch immer, zu delegitimieren? Soweit erstmal ein paar einführende Bemerkungen von mir. Und wie schon angekündigt, haben wir eine Umfrage vorbereitet zu einem speziellen Aspekt, zu dem Sie sich, also das Publikum, jetzt positionieren können. Und zwar betrifft es die Rolle von Experten allgemein in der breiteren Öffentlichkeit während der Corona-Krise. Also Sie können sich jetzt hier positionieren, ob Sie der Meinung sind, dass man sich in Politik, Öffentlichkeit und Medien in der Corona-Krise zu einseitig auf einige ausgewählte Experten verlassen hat und die Urteile anderer unzureichend berücksichtigt. Wir werden auf die Ergebnisse, also auf Ihre Abstimmung, dann später zurückkommen im Zuge der Diskussion. Das war es erstmal von meiner Seite und Pedro Schmächtig übernimmt jetzt erstmal. Ja, danke schön. Ich möchte Ihnen, bevor wir die Beiträge der einzelnen Gastreferentinnen hören, Sie noch einmal kurz vorstellen. Ich beginne mit Frau Nicola Gess. Frau Nicola Gess ist Professorin für Neue Deutsche Literaturwissenschaften an der Universität Basel. Ihre Forschungsschwerpunkte sind unter anderem literarische Moderne, literarischer Primitivismus, Poetik des Staunens, Postfaktizität und Rhetorik der Halbwahrheiten. Frau Gess hat in der Vergangenheit verschiedene Forschungsprojekte betreut. Aktuell leitet sie unter anderem ein Projekt des Schweizer Nationalfonds zum Thema Halbwahrheiten, Wahrheit, Fiktionen und Konspiration im postfaktischen Zeitalter. Frau Gess hat eine Vielzahl von Veröffentlichungen, Monographien und Herausgeberschaften, die jetzt nicht die Zeit dafür sind, die alle aufzulisten. Das würde zu lange dauern. Aber auf eine möchte ich besonders aufmerksam machen, nämlich in wenigen Tagen erscheint ihr Buch Halbwahrheiten zur Manipulation von Wirklichkeit. In diesem Buch finden Sie dann auch ganz aktuell ein Kapitel zu Corona-Verschwörungstheorien. Unser zweiter Gast ist Herr Daniel Konitz. Herr Daniel Konitz war von 2006 bis 2015 Professor für theoretische Philosophie an der Universität Tartu in Estland und ist seit 2016 Lehrstuhlinhaber für theoretische Philosophie an der Universität Utrecht. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der Erkenntnistheorie, Metaphysik, Philosophie des Geistes, Sprache, Mathematik und Logik. Und er hat in dieser Hinsicht auch eine ganze Vielzahl von Veröffentlichungen, Monographien und einzelne Aufsätze, unter anderem auch zahlreiche Aufsätze zu dem für uns heute interessanten Bereich, nämlich zur Frage der Rationalität von Verschwörungstheorien. Herr Konitz ist außerdem Mitglied im Europäischen Forschungsnetzwerk für vergleichende Analyse von Verschwörungstheorien. Unser dritter Gast ist Herr Michael Butter. Herr Butter ist seit 2014 Professor für amerikanische Literatur- und Kulturgeschichte an der Universität Tübingen. Seine Forschungsinteressen umfassen die Kolonialzeit der früheren Republik, die Konstruktion von Helden und ihre kulturellen Funktionen, die Poetik der zeitgenössischen Fernsehsendung und vor allen Dingen natürlich allen voran Verschwörungstheorien und Populismus.
Herr Butter war stellvertretender Vorsitzender des Europäischen Forschungsnetzwerkes für vergleichende Analysen von Verschwörungstheorien. Dieses Netzwerk umfasste 160 Wissenschaftler aus 40 Ländern. Aktuell leitet Herr Butter ein Projekt des Europäischen Forschungsrates, also was durch den Europäischen Forschungsrat finanziert wird, zum Zusammenhang von Populismus und Verschwörungstheorien. Genau. Zu den Veröffentlichungen, auch Herr Butter hat mehrere Monographien und Herausgeber und ist Herausgeber von sehr vielen Bänden und hat ebenfalls fast unzählige Aufsätze dazu geschrieben und ist natürlich auch über diese Aufsätze hinaus auch in den Medien sehr präsent. Und ich nenne, was die Veröffentlichung vielleicht anbetrifft, nur eine aktuelle. Im deutschsprachigen Raum ist das natürlich vor allen Dingen sein Buch »Nichts ist, wie es scheint« über Verschwörungstheorien. Und neueste Publikation im angelsächsischen Bereich ist The Nature of Conspiracy Theories in London und natürlich auch das Routledge Handbook of Conspiracy Theories London Routledge. Okay, soweit zu der Vorstellung unserer Gäste. Und wir würden jetzt zu den Beiträgen kommen. Und der erste Beitrag ist von Herrn Konitz. Ja, und ich bitte um den Beitrag. Ja, hallo. Ich will das Eingangsstatement eben dafür nutzen, kurz ein paar Dinge anzusprechen, die mir am Herzen liegen und von denen ich auch glaube, dass die heute Abend im Verlauf der Diskussion noch ein paar Mal eine Rolle spielen werden. Ausgehend eben von der Frage, was kann eigentlich die Philosophie zum Thema Verschwörungstheorien beitragen? Ich glaube, zumindest aus meiner eigenen Arbeit heraus denke ich, dass das insbesondere die Bereiche der Begriffsanalyse und der Erkenntnistheorie sind, aus denen die Philosophie hier beitragen kann. Jetzt für das Eingangsstatement will ich mich auf drei Dinge beschränken. Das ist einerseits die Frage, die begriffliche Frage, ob man Verschwörungstheorie auf sinnvolle Weise definieren kann und wenn ja, wie. Und dann die zweite Frage, was man aus erkenntnistheoretischer Sicht zu der Frage sagen kann, warum glauben Menschen an falsche Verschwörungstheorien? Und dann die zum Schluss, was man aus erkenntnistheoretischer Sicht zu der Frage sagen kann, was die Folge davon ist, wenn Menschen an Verschwörungstheorien glauben. Okay. Zunächst mal zur begrifflichen Frage. Gibt es so etwas wie eine allgemeine Definition von Verschwörungstheorie, die irgendwie auf allgemeine Art und Weise sagen könnte, worum es geht, wenn wir über Verschwörungstheorien reden? Ich glaube, dass dem nicht so ist. Ich bin da sehr skeptisch. Die Theorien, die man umgangssprachlich als Verschwörungstheorien bezeichnet, haben meiner Meinung nach eigentlich nicht genug gemeinsam, um eine allgemeine Definition zu erlauben. Die sind einfach zu unterschiedlich, als dass man auf dieser Basis eine allgemeine Definition finden könnte, die alle diese Theorien abdeckt oder diese Ideen abdeckt, die man gemeinhin als Verschwörungstheorien bezeichnet. Hinzu kommt, dass in der Umgangssprache der Begriff der Verschwörungstheorie auch nicht rein deskriptiv verwendet wird, sondern evaluativ, also immer auch eine Bewertung mit eine Rolle spielt. Nicht nur, dass die Theorie falsch ist, also dass, wenn man von einer Verschwörungstheorie redet, man damit auch zum Ausdruck bringt, dass man der Meinung ist, dass diese Theorie falsch ist, sondern auch, dass diese Theorie irgendwie irrational ist oder paranoid ist. Und das macht die Rede über Verschwörungstheorien im Sinne, die man irgendwie vielleicht wissenschaftlich untersuchen möchte, eigentlich schwierig oder unmöglich. Deswegen sollte man meiner Meinung nach, wenn man versuchen will, über Verschwörungstheorien in einem wissenschaftlichen Kontext zu reden, versuchen, diesen Begriff zu präzisieren. Das ist meiner Meinung nach auch ohne weiteres möglich. Man kann den Begriff der Verschwörungstheorie eben einschränken auf die Fälle, die man gerne untersuchen möchte. Man sollte sich dann aber sehr wohl im Klaren darüber sein, dass jede solche Einschränkung natürlich immer zweckgebunden ist. Man muss sich dann auch vorher überlegen, was ist es denn, was ich untersuchen möchte und wie muss ich Verschwörungstheorie denn jetzt definieren, um genau das irgendwie untersuchen zu können, was da eben mein Untersuchungsgegenstand sein soll. Okay. Kommen wir nun zu den
eher erkenntnistheoretischen Themen, zu denen ich was sagen möchte. Das ist zunächst mal die Frage, warum glauben Menschen an Verschwörungstheorien? Das in seiner Allgemeinheit ist zunächst mal keine Frage, die die Philosophie meiner Meinung nach alleine beantworten kann. Es geht natürlich hier auch um die Frage, glauben, wenn Menschen an Verschwörungstheorien glauben, tun sie das dann rationalerweise oder zumindest manchmal rationalerweise. Was die Philosophie hierbei sehr wohl leisten kann, ist, sie kann helfen, dabei dieses Exponendum, also das, was man da erklären will, wenn man erklären will, warum Menschen an Verschwörungstheorien glauben, besser einzugrenzen und relevante Unterscheidungen zu treffen, die man treffen sollte, wenn man sich diesem Phänomen nähern möchte oder wenn man dieses Phänomen untersuchen möchte. Was beispielsweise in der empirischen Literatur zu dem Thema oft nicht hinreichend unterschieden wird, ist der Unterschied zwischen Verschwörungstheorien im Sinne von komplexen Theorien und Verschwörungstheorien im Sinne von eher vagen Verschwörungszweifeln. Ne? Also komplexe Theorie, die halt irgendwie bestimmte Akteure identifiziert und benennt, die auf eine bestimmte Art und Weise vielleicht bestimmte Dinge zustande bringen, im Gegensatz zu einem eher allgemein dahingeworfenen Zweifel, dass hier irgendwas nicht stimmt oder dass irgendwas doch dass hier Dinge doch irgendwie komisch sind oder sowas. Was auch oft nicht hinreichend unterschieden wird bei der empirischen Untersuchung von Verschwörungstheorien oder Verschwörungsideologien, ist zwischen Leuten, die Verschwörungstheorien selber entwickeln, also Autoren von Verschwörungstheorien, und solchen, die einfach nur Verschwörungstheorien konsumieren, weil sie beispielsweise auf Social-Media-Kanälen sehen oder hören oder davon lesen und das dann teilen oder liken oder irgendwie andere auf andere Art und Weise diesen Theorien ihre Zustimmung geben. Das sind sehr unterschiedliche Haltung und sehr unterschiedliche Dinge, die man da jeweils erklären müsste und die man zunächst mal auseinanderhalten sollte. Was auch in der empirischen Literatur oft nicht hinreichend beachtet wird, ist, inwiefern die betroffenen Personen, die betroffenen Verschwörungstheoretiker, Zugang zu alternativen Erklärungen haben oder zu alternativen Informationen. Ja, befinden sich die Personen, deren Überzeugung ich erklären möchte oder untersuchen möchte, befinden die sich vielleicht willentlich oder unwillentlich in einer Filterblase, in einer Informationsumgebung, die es ihnen vielleicht unter Umständen gar nicht ermöglicht, zu anderen Auffassungen zu kommen als diese Verschwörungstheorien, die sie da haben. Ja, also wieder etwas, was eigentlich bei einer empirischen Untersuchung eine wichtige Rolle spielen sollte, aber was oft nicht hinreichend beachtet wird. Und das sind alles Punkte, die Philosophen an empirischen Untersuchungen meiner Meinung nach zu Recht kritisiert haben. Okay. Ein letzter Punkt, den ich machen möchte in diesem Eingangsstatement, ist die Frage, welche Folgen haben eigentlich Verschwörungstheorien, insbesondere für die Verschwörungstheoretiker selbst. Es wird oft so getan oder davon ausgegangen, dass Verschwörungstheoretiker irgendwie harmlose Spinner sind, die einen gewissen Unterhaltungswert haben, aber eigentlich an sich der Glaube an Verschwörungstheorien weder für die Leute selber noch für andere eine große Gefahr darstellt. Ich glaube, dass das nicht so ist. Und ich möchte hier insbesondere die erkenntnistheoretischen Folgen kurz ansprechen, die für Verschwörungstheoretiker selbst entstehen. Dazu muss man kurz einen Schritt zurücktreten in die, bemerken, dass wir in einer komplexen Gesellschaft leben, in der wir davon abhängig sind, dass wir unser Wissen über die Welt von Institutionen bekommen, die entsprechende Expertise ausweisen können. Also das meiste, wenn nicht alles, was für unsere erfolgreiche Existenz, sage ich mal, notwendig zu wissen ist, wissen wir von anderen Menschen und wissen wir insbesondere von, wenn wir es wissen, dann von Menschen, denen wir vertrauen können, dass sie uns mit vernünftigen Informationen und verlässlichen Informationen versorgen. Wenn wir das Vertrauen in diese Institutionen verlieren, die diese Menschen als Experten auszeichnen können, dann verlieren wir auch den Zugang zu all diesem Wissen.
Und das macht es in einer modernen Gesellschaft extrem schwierig für uns dann, uns ordentlich orientieren zu können. Was, wenn wir dann eben dieses Wissen und diese Orientierung verlieren, uns sehr leicht manipulierbar macht. Und genau das ist es, was Verschwörungstheorien tun. Verschwörungstheorien unterminieren das Vertrauen, das wir haben in Experten, das Vertrauen, das wir haben können in Institutionen. Und das bringt uns, wenn wir diesen Verschwörungstheorien folgen, dann eben in eine leicht manipulierbare Position, die für uns selber dann sehr gefährlich ist. Das ist meiner Meinung nach auch der Grund, warum Autokraten und populistische Parteien sich dieses Instruments so gerne bedienen. Ein Punkt, der noch außerdem zusammenhängt mit der Tatsache, dass wir in einer modernen Gesellschaft vom Wissen von Experten also abhängig sind, ist, dass wir, dass die andere Seite dieser Medaille ist, dass wir das Vertrauen, was wir Experten entgegenbringen, indem wir ihnen oft sogar relativ unkritisch vertrauen, nicht nur eigentlich kein Problem darstellt, sondern oft sogar geboten ist. Also wir könnten gar nicht anders und könnten gar nicht anders existieren in der modernen Gesellschaft, wenn wir dieses Vertrauen nicht hätten. Das Problem besteht dann eigentlich nicht darin, dass wir Wissenschaftlern oder anderen Experten unser Vertrauen schenken, sondern das Problem besteht dann eigentlich darin, dass wir identifizieren müssen, wer die relevanten und vertrauenswürdigen Experten sind. Wie zuvor gesagt, das sind eigentlich Institutionen dafür da, uns dabei zu helfen. Oft ist es aber gar nicht so einfach, das zu tun, insbesondere wenn auf einmal mehrere Experten auftreten, wie das zum Beispiel im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie der Fall war, wo mehrere Leute von sich zumindest behauptet haben, Experte zu sein und dann unterschiedliche Aussagen getroffen haben und es für den Laien schwierig war zu erkennen, wer sind eigentlich jetzt hier die vertrauenswürdigen Experten, denen ich folgen sollte. Auch in den Situationen müssten eigentlich Institutionen uns helfen und uns insbesondere bei der Identifizierung der richtigen Experten helfen, unter anderem eben beispielsweise auch Wissenschaftsjournalisten und die Medien. Das passiert manchmal nicht in hinreichendem Maße und ich glaube, das ist auch in einem Zusammenhang mit dieser Corona-Pandemie oft versäumt worden. Aber das, denke ich, ist einer der wirklich schwierigen Punkte, die dazu geführt haben, auch dass so viele Menschen Vertrauen verloren haben in Institutionen, die Wissen bereitstellen und uns über die Welt informieren können. Okay, das wäre es erstmal als Eingangsstatement. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Konitz, für Ihren interessanten Beitrag. Und wir würden jetzt übergehen zum zweiten Beitrag von Herrn Butter. Schönen guten Abend auch von mir aus. Wie der Kollege Konitz und die Kollegin Gess habe auch ich ein kurzes Eingangsstatement aufgezeichnet. Das heißt, Sie sehen mich jetzt hier nicht live, sondern das ist etwas, was ich am Tag vor der Diskussion hier aufgenommen habe bei mir im Büro, wo ich mich auch jetzt befinde und hoffentlich daran gedacht habe, einen anderen Pulli anzuziehen. Ich möchte mit Ihnen, und ich teile jetzt mal meine PowerPoint, einen kurzen Blick in die Geschichte unternehmen, um den Aspekten, die Herr Konitz angeführt hat, so eine gewisse historische Dimension hinzuzufügen. Es ist ja so, wenn wir über Verschwörungstheorien nachdenken in der Gegenwart, dann haben wir immer das Gefühl, Verschwörungstheorien zeichnen sich durch ein Dagegen aus, gegen Eliten, gegen Experten, gegen Institutionen. Und oft ist das sogar auch ein Teil ihrer Definition, dass Verschwörungstheorien als Gegenwissen, als etwas, was sich der offiziellen Version der Ereignisse widersetzt, definiert werden. Das findet man der Psychologie immer wieder. Man findet es aber auch zum Beispiel in den Arbeiten von David Cody in der Philosophie. Das heißt, das ist etwas, was weit über die Disziplinen verbreitet ist. Und das ist auch eine wichtige Perspektive für die Gegenwart, denn da sieht man dann auch, dass Dinge erklärbar werden, die man sonst vielleicht gar nicht erklären könnte. Nämlich zum Beispiel, dass Verschwörungstheoretikerinnen und Theoretiker durchaus
widersprüchliche Dinge glauben. Zum Beispiel gibt es Menschen, die glauben, Osama bin Laden lebt noch und er ist schon viel früher gestorben, als die Amerikaner uns das sagen. Das wird dadurch verbunden, dass sich das alles der offiziellen Version widersetzt. Genauso gibt es Leute, die denken, Corona ist eine Biowaffe und gleichzeitig denken, das Virus existiert überhaupt nicht. Das sind ungefähr 5-6% der deutschen Bevölkerung, wenn man jüngsten Umfragen glaubt. Es ist allerdings so, und darauf möchte ich mich hier konzentrieren, dass wenn man in andere Kulturen schaut oder auch in die Vergangenheit der westlichen Welt schaut, dann Verschwörungstheorien doch sehr anders erscheinen. Dieser Blick, den ich jetzt kurz mit Ihnen unternehmen möchte, setzt übrigens voraus, dass man, und da stimme ich auch mit Herrn Konitz überein, Verschwörungstheorien definieren kann. Dass also das nicht nur am Begriff hängt, dass der Begriff nicht nur ein Mittel der Stigmatisierung ist, dass man Verschwörungstheorien überhaupt nicht festmachen kann, sondern einfach gewisse Merkmale identifizieren kann, die Verschwörungstheorien ausmachen, auch zu Zeiten, wo es den Begriff noch gar nicht gibt oder wo er gar nicht verwendet wird. Da werden wir in der Diskussion sicherlich gleich noch näher drauf eingehen. Es reicht, dass man nach Russland schaut. Das ist Alexander Dugin, das ist ein russischer Politologe. Wie einflussreich er wirklich ist, wie nahe an Putin ist, das sei hier mal dahingestellt, das ist umstritten. Klar ist allerdings, dass Dugin Verschwörungstheoretiker ist. Er hat im Grunde ein Buch geschrieben, das heißt Konspirologie, wo er die Wissenschaft von den Verschwörungen entwickelt. Und das ist ganz typisch, weil Verschwörungstheorien an der Tagesordnung sind im Kreml und auch in der russischen Öffentlichkeit und unter russischen Intellektuellen. Das heißt, diejenigen, die da als Experten akzeptiert werden, um über Politik und Gesellschaft zu sprechen in der russischen Öffentlichkeit, verbreiten oft Verschwörungstheorien, ganz anders als in Deutschland zum Beispiel. Wenn wir in die Geschichte schauen, sieht es ganz ähnlich aus. Ich habe in meinem Buch von 2014 gezeigt, dass im Grunde jeder amerikanische Präsident von Washington in den 1790er Jahren bis Eisenhower in den 1950er Jahren Verschwörungstheoretiker war. Und warum? Weil es vollkommen normal war, an Verschwörungstheorien zu glauben. Es ist so, dass wir heutzutage in Deutschland ungefähr ein Drittel der Bevölkerung haben, die empfänglich sind für Verschwörungstheorien. Das zeigen eine ganze Reihe von quantitativen Studien. Die sind nicht immer gleich gut, diese Studien. Man kann da im Detail darüber streiten, aber von den Zahlen kommt das, glaube ich, ungefähr hin. Das hat auch übrigens in der Corona-Pandemie nicht zugenommen, auch wenn es uns ein bisschen anders vorkommt. Aber die ersten Studien, die ihre Daten danach erhoben haben, sind da eindeutig. Hätten wir allerdings ähnliche Daten erhoben 1920 oder 21 oder 1820 oder 21, hätte man Zustimmungsraten von weit mehr als 90% erhalten. Warum? Weil es völlig normal war, an Verschwörungstheorien zu glauben. Das war ein Elitendiskurs, das war ein Mainstream-Diskurs. Das war etwas, was überhaupt nicht hinterfragt wurde und was von den klügsten Köpfen ihrer Zeit bestätigt wurde und geglaubt wurde und verbreitet wurde. Man kann jetzt sagen, vielleicht war George Washington nicht einer der klügsten, kein führender Intellektueller, aber andere Leute, die diese Verschwörungstheorien verbreitet haben, waren es zweifelsohne. Das hier ist John Robison, das war ein Professor für Physik in Edinburgh und der war Generalsekretär der Royal Society und ein wichtiger Beiträger zur Encyclopaedia Britannica. Der hat 1798 ein Buch geschrieben, wo er versucht zu belegen, dass die Illuminaten und die Freimaurer die Französische Revolution zu verantworten haben. Das heißt, das war ein absoluter Verschwörungstheoretiker, der mit seiner gesamten wissenschaftlichen Autorität und seiner institutionellen Autorität diese Verschwörungstheorien verbreitet hat. Und wenn so jemand einem das natürlich erzählt und das ohnehin ins Weltbild passt, dann glaubt man das natürlich. Ein weiteres Beispiel noch. Links sehen Sie Lyman Beecher, das ist der Vater der Autorin Harriet Beecher Stowe, einer der führenden Geistlichen in den USA in den 1830er, 40er Jahren. Und rechts Samuel Morse, ein Künstler, Intellektueller und der Erfinder des Telegraphen, nach dem auch der Morsecode benannt ist. Beide waren in den 1830er, 30er Jahren vollkommen überzeugt, dass es eine großflächige katholische Subversion in den USA gäbe, vom Papst und von Fürsten Metternich gesteuert, um das demokratische Beispiel, dass die USA den unterjochten Völkern Europas böten, zu zerstören. Das heißt, führende Intellektuelle, Wissenschaftler, geistliche Führer waren Verschwörungstheoretiker. Es war absolut normal, an Verschwörungstheorien zu glauben. Man dachte einfach, die Welt funktioniert so.
und die mechanistische Logik der Aufklärung, die in vielen Schriften mittlerweile beschrieben wurde, die Ursache und Wirkung auf eine bestimmte Art und Weise zusammenbringt, tat er ihr Übriges. Das heißt nicht, dass Verschwörungstheorien erst mit der Aufklärung aufkommen, aber da erleben sie so eine richtige Blütezeit. Unsere Kanzlerin, die immer sehr gut informiert ist, was die Wissenschaft angeht, hatte das nicht so richtig auf dem Schirm, als sie sich vor ein paar Wochen über die Corona-Verschwörungstheoretiker geäußert hat und denen quasi den Geist der Aufklärung und ihr Physikstudium entgegengehalten hat. Denn es war im Grunde gerade der Geist der Aufklärung, der auch Verschwörungstheorien befeuert hat und die absolut normal gemacht hat und im Alltagsdiskurs verankert hat. Und die bleiben lange normal. Meine ehemalige Mitarbeiterin Katharina Thalmann hat in einer sehr detaillierten Studie für die USA gezeigt, dass erst in den späten 50er Jahren ein Prozess der Stigmatisierung einsetzt, der in ähnlicher Art und Weise in der ganzen westlichen Welt stattgefunden haben muss und der dazu führt, dass Verschwörungstheorien aus der Mitte der Gesellschaft an die Ränder der Gesellschaft wandern und auch ihre Stoßrichtung verändern. Nämlich jetzt nicht mehr von Eliten gesponnen werden und sich primär gegen Feinde von außen und Feinde von unten, irgendwelche Minderheiten richten, sondern zu einem Mittel der Elitenkritik werden, also zu einer Kritik in populistischer Manier an denen da oben. Was bedeutet das jetzt für die Rolle von Experten in Verschwörungstheorien, um die es uns heute vor allem geht? Das bedeutet, dass die traditionellen Experten, die vom Establishment akzeptierten Experten, natürlich viel weniger wichtig werden, sondern Teil des Problems werden, weil die ja sagen, die Verschwörungstheorien stimmen nicht und deshalb oft eben auch zum Teil der Verschwörung gemacht werden. Und gerade die Anbindung an Institutionen wird da oft schon als Problem gesehen. Eine der interessantesten Kurzrezensionen auf Amazon zu meinem Buch, das 2018 erschienen ist, war einfach, der Autor ist Professor an der Uni Tübingen, das sagt schon alles. Einer von 5 Sternen. Klar, wer Teil des Systems ist, dem kann man nicht vertrauen, sondern es sind die, die außen stehen, die, die sich aus dem System entfernt haben, die mit moralischer und deshalb auch mit wirklich wissenschaftlicher Autorität sprechen. Und insofern ist es so, dass es eigentlich 2 Strategien gibt, wie in Verschwörungstheorien heutzutage mit Expertentum umgegangen wird. Das eine ist, dass man sich andere Experten sucht. Also man bezieht sich nicht auf Christian Drosten, sondern zum Beispiel auf Sukharib Bhakdi oder auf Wolfgang Wodarg, die Dinge sagen, die einem ohnehin schon in den Kram passen, die man ohnehin für wahr hält. Denn warum sollte man diesen Leuten, die lange nicht solche so ein Renommee haben und objektiv gesehen so eine Expertise besitzen, wie zum Beispiel Herr Drosten, vertrauen? Das liegt meistens daran, dass man ohnehin schon in diese Richtung geht. Das heißt, man stellt die traditionellen Experten in Frage und stellt ihnen andere Experten entgegen. Und es gibt ja in Deutschland mittlerweile ein Spektrum von alternativen Medien im Internet, das davon lebt, diese Experten von einer Sendung in die andere zu reichen. Oder, das ist die 2. Strategie, die der Kollege Andrew Mackenzie McHarg, wenn auch im etwas anderen Zusammenhang, einmal im Aufsatz beschrieben hat, man tut die Expertise per se ad acta und sagt, naja, ich kann das eigentlich selbst viel besser beobachten. Ich vertraue meinen eigenen Augen. Ich sehe doch, was auf diesem Video, das ich da auf YouTube gesehen habe, passiert. Da brauche ich keine Experten, die mir irgendwas anderes sagen, sondern wenn ich mir die Bilder von Hillary Clinton 2016 bei der Gedenkveranstaltung zu 9/11 anschaue, dann sehe ich, die wurde dagegen ein Double ausgetauscht. Das heißt, da muss ein großes Komplott im Gange sein. Das heißt, wir sehen hier dann nicht nur auch auf 2 Ebenen im Grunde eine Krise von traditioneller, allgemein akzeptierter Expertise, die ganz typisch ist für eine Fragmentierung von Öffentlichkeit, die wir entlang der Linie Angst vor Verschwörungen, Angst vor Verschwörungstheorien beobachten und über die wir bestimmt heute Abend auch noch sprechen werden. Und darauf freue ich mich sehr. Vielen Dank auch an Herrn Butter für seinen Beitrag. Und wir kommen jetzt zum letzten Beitrag von Frau Nicola Gess. Guten Abend. Auch von mir gibt es jetzt ein kurzes Video-Statement und ich möchte mich in meinem Statement auf 2 Punkte konzentrieren, die im gegenwärtigen Debatten über Verschwörungstheorien eine wichtige Rolle spielen und die ich gerne auch mit Ihnen heute Abend diskutieren würde. Und zwar erstens die Frage, sind Verschwörungstheorien überhaupt Theorien? Oder nicht vielmehr Geschichten? Und zweitens, lassen sich Verschwörungstheorien vielleicht als kritische Gesellschaftstheorien verstehen? Wenn man die Frage nach der Bedeutung von Verschwörungstheorien mit der Frage nach der Rolle
von Expertinnen und Experten verknüpft, ist es zunächst einmal wichtig zu betonen, dass die meisten Verschwörungstheorien einem Expertendiskurs ja nicht einfach so entgegengesetzt sind. Ich denke, man beschreibt das Verhältnis besser als Mimikry, also als eine Art Nachahmung oder Verkleidung. Verschwörungstheorien betreiben Mimikry an einen wissenschaftsbasierten Diskurs. So verschaffen VerschwörungstheoretikerInnen ihren Behauptungen zum Beispiel Kredibilität, indem sie sich auf Personen mit Doktor- oder Professorentitel berufen oder sie versehen ihre Texte mit einem umfangreichen Fußnotenapparat und sie suggerieren empirische Evidenz, indem sie eine Flut vermeintlicher Belege anführen, die jedoch extrem selektiv, das heißt immer schon auf ihre Passförmigkeit hin ausgewählt sind. Sie geben vor, ihre Hypothesen zu überprüfen, stellen sich der Prüfung auf Falsifizierbarkeit jedoch gerade nicht, anders als wissenschaftliche Theorien, die zu eben diesem Zweck ihre Grundannahmen und ihre Methoden transparent machen und sich einem Test durch die wissenschaftliche Community unterziehen. Der Produktion von Scheinevidenz tut diese Weigerung indes keinen Abbruch. Den größten Teil ihrer Überzeugungskraft beziehen Verschwörungstheorien jedoch aus einer ganz anderen Logik. Verschwörungstheorien mögen eine Mimikry an Wissenschaft betreiben, tatsächlich funktionieren sie jedoch wie Geschichten. Was meine ich damit? Geschichten geben Orientierung. Sie formen aus einer unübersichtlichen und komplexen Welt eine lineare Erzählung, in der die Pläne und Konflikte ihrer Heldinnen und Helden eine Handlung vorantreiben, die zielgerichtet auf ein persönliches oder auch tragisches Ende hinausläuft. Von einem gut erzählten Roman erwarten wir ja geradezu, dass dort nichts aus Zufall geschieht, dass alles mit allem zusammenhängt und dass auch das kleinste Detail noch Bedeutung für das Ganze hat. All dies aber, diese literarischen Gesetzmäßigkeiten, wenn man so will, zeichnen auch Verschwörungstheorien aus. Dabei rekurrieren sie auf eines der ältesten Basisnarrative überhaupt, den Kampf zwischen Gut und Böse, und passen darin einen Plot ein, wie man ihn am ehesten aus dem Spionageroman kennt. Eine Gruppe von Verschwörern versucht, im Geheimen und zu ihren eigenen Gunsten die Welt unter ihre Kontrolle zu bringen, und eine kleine Gruppe Auserwählter kämpft todesmutig gegen diese Pläne an. Verschwörungstheorien funktionieren also wie Geschichten. Und dabei beherzigen sie eine Einsicht, die fester Bestandteil vieler tradierter Dichtungstheorien ist. Nämlich die Einsicht, dass der Erfolg von Geschichten nicht nur von ihrem Neuigkeitswert, sondern mindestens ebenso sehr von ihrer Glaubwürdigkeit abhängt. Und dass es für diese Glaubwürdigkeit häufig förderlich ist, wenn sich ihre Autorinnen und Autoren nicht zu sehr an der Wahrheit, sondern vielmehr am Anschein von Wahrheit orientieren. Das heißt an dem, was ihrem Publikum wahrscheinlich dünkt. So im Fall zum Beispiel der Dichtungstheoretiker Johann Jakob Breitinger, Geschichten so zu gestalten, dass sie der alltäglichen Wahrnehmung des Publikums oder seinen Gefühlszuständen oder seinen inneren Überzeugungen oder auch seinen Vorurteilen entsprechen. Und Verschwörungstheorien beherzigen diese Einsicht. Sie leben von einer Glaubwürdigkeit, die nicht von der Übereinstimmung mit Fakten, sondern von der Vermeidung kognitiver Dissonanzen, der Bestätigung gefühlter Wahrheiten und der Reduktion von Kontingenz und Komplexität lebt. Sie zeichnen sich also nicht durch eine logische, sondern durch eine narrative Kohärenz aus, die auch Widersprüche aushalten kann, solange diese nur harmonisch in die Geschichte eingepasst werden. So festgelegt sie in ihrem narrativen Kern sind, so sehr zeichnen sich viele Verschwörungstheorien zugleich dadurch aus, dass sie in unterschiedlichen Versionen existieren und immer neue Erzählstränge in sich aufnehmen können. Zuletzt hat man das auch wieder in der Corona-Krise gesehen. Außerdem zeichnen sie sich auch dadurch aus, dass sich in der Regel nicht klar zwischen AutorInnen und RezipientInnen einer Verschwörungstheorie unterscheiden lässt. Eher bietet es sich an, hier von einer Art Kollektivautorschaft oder auch von Prosumenten zu sprechen. Denn die Anhängerinnen und Anhänger von Verschwörungstheorien, die konsumieren diese in der Regel ja nicht nur, sondern sie nehmen sie auf, geben sie weiter und verändern sie
im gleichen Zuge auch, indem sie zum Beispiel nach neuen Belegen für diese suchen oder eben neue Ereignisse in alte Verschwörungstheorien einpassen. Auch dieses Phänomen ist aus der Erzählforschung bekannt, wo es unter anderem unter dem Stichwort der Multiversionalität verhandelt wird, und zwar insbesondere mündlich tradierter Erzählformen. Nehmen wir zum Beispiel den Witz. Jemand erzählt einen Witz, der andere erzählt ihn weiter und verändert ihn dabei, der nächste verändert ihn wieder ein bisschen, und das Gleiche lässt sich so auch über Gerüchte, Anekdoten sagen oder eben auch Mythen sagen. Wenn Verschwörungstheorien wie Geschichten funktionieren, liegt die Frage nahe, ob man sie vielleicht auch als moderne Mythen begreifen kann. Einiges, nicht zuletzt das manichäische Basisnarrativ des Kampfes zwischen Gut und Böse, spricht dafür. In der Mythosforschung sind Mythen häufig als narrative Bewältigung einer Erfahrung von Ohnmacht angesichts einer übermächtigen und unverstandenen Natur erklärt worden. Der Gegenstand von Verschwörungstheorien ist jedoch nicht die Natur, sondern die moderne Gesellschaft, die aber offenbar als ebenso übermächtig und unverständlich, also als eine Art zweite Natur erlebt wird. Und damit komme ich zum zweiten Punkt, nämlich der Frage nach dem Verhältnis von Verschwörungstheorie und kritischer Gesellschaftstheorie. Der französische Soziologe Luc Boltanski hat die These aufgestellt, dass verschwörungstheoretisches Denken nicht von ungefähr um 1900, das heißt mit der Entstehung der Nationalstaaten und ihrer modernen Institutionen, eine Blütezeit erlebe. Diese würden nämlich auf bisher unbekannte Art und Weise in das Leben der Einzelnen hineinregieren und so verstärkt das Gefühl aufkommen lassen, dass man unbekannten Mächten ausgeliefert sei und von ihnen fremdbestimmt werde. Boltanski geht sogar so weit, zu behaupten, dass Verschwörungstheorien letztlich aus demselben Impuls erwachsen wie die modernen Sozialwissenschaften. Lassen sich Verschwörungstheorien also als eine Form von kritischer Gesellschaftstheorie verstehen? Ich würde sagen, auf den ersten Blick vielleicht ja, aber eigentlich nein. Ja, wenn ihr Ausgangspunkt soziale Missstände oder ein kritischer Blick auf gigantische Wirtschaftssysteme und schwer zu überblickende Netzwerke der Macht sind. Aber eigentlich nein, insofern ihr manichäisches Basisnarrativ eine Einsicht in das Funktionieren moderner Gesellschaften geradezu verstellt. Denn wo eine soziologische Analyse Institutionen, wirtschaftliche Strukturen und Diskurse finden würde, reetablieren Verschwörungstheorien, wie unter anderem Timothy Melly gezeigt hat, schlichtweg menschliche Intentionalität. Dass die Dinge so sind, wie sie sind, ist für sie auf das Handeln einer Gruppe böser Individuen zurückzuführen, auf deren Entlarvung und Bestrafung andere Individuen nun ebenso zielgerichtet hinarbeiten können. Auf den wahrgenommenen Autonomieverlust, der ein Impuls zur Herausbildung einer kritischen Gesellschaftstheorie sein könnte, reagiert die Verschwörungstheorie also schlicht mit einem imaginären Autonomiegewinn. Denken wir beispielsweise noch einmal an die Corona-Krise, den Beginn der Corona-Krise im letzten Frühjahr zurück. Die allgemein angespannte Situation, die existenzielle Bedrohung und die grundlose, das heißt von niemandem direkt verschuldete Not der Kranken wirkten auf viele Menschen sehr belastend. Komplizierte Statistiken, widersprüchliche Aussagen von Expertinnen und Experten, unterschiedliche Maßnahmen der Länder und Bundesländer, all das erforderte eine komplexe und differenzierte Beurteilung der Lage, die viele überforderte. Man fühlte sich wehrlos, einer bedrohlichen Situation schlicht ausgeliefert, klein und ohnmächtig. In dieser Situation versprachen Verschwörungstheorien Abhilfe, denn sie boten einfache Erklärungen, sie relativierten die Gefährlichkeit des Virus, sie benannten klare Schuldige und sie gaben ihren Anhängerinnen und Anhängern so das Gefühl von Handlungsmacht zurück. Und sogar auch von Exzeptionalität. Das Gefühl, nun zu den wenigen zu gehören, die wirklich den Durchblick haben und wissen, wo es lang geht. Und das, obwohl sie von den Ursachen der Krise, den politischen Entscheidungsprozessen und ihren wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und sozialen Grundlagen nun tatsächlich weniger verstanden als vorher. So, und damit bin nun auch ich am Ende meines Statements angekommen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich nun auf eine angeregte Diskussion.
Dank auch an Sie, Frau Gess, für Ihren interessanten Beitrag. Und ich denke, wir haben jetzt Zeit für die Diskussion. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil sehr viele Dinge angesprochen wurden. Vielleicht starten wir mit einem ganz grundsätzlichen Problem, das Herr Konitz in seinem Beitrag ja ganz am Anfang angeführt hat, nämlich der Frage, lassen sich Verschwörungstheorien denn überhaupt definieren? Herr Konitz, Sie hatten ja in Ihrem Beitrag so eine Art pessimistische Position vertreten, hatten zwei Argumente gebracht, warum man eher pessimistisch sein soll, was eine einheitliche Definition von Verschwörungstheorien anbetrifft. Und Herr Butter hatte dann in seiner quasi Replik auf diese Überlegung in seinem Beitrag gesagt, ja, es ist zwar richtig, es ist vollkommen richtig, man kann definieren, aber mir scheint, Herr Butter, dass Sie insbesondere auch in Ihrem Buch ja eine etwas noch viel optimistischere Auffassung vertreten. Sie würden ja sagen, so habe ich Sie jedenfalls verstanden, dass man Merkmale benennen kann, die sozusagen für alle Verschwörungstheorien konstitutiv sind. Und Sie vertreten ja auch die Auffassung, dass man sozusagen so eine wissenschaftlich neutrale Definition geben kann. Das wäre ja auch ein Gegenpunkt zu dem, was Herr Konitz in seinem Beitrag gebracht hat, weil er gesagt hat, der evaluative Charakter ist gerade etwas, was die Definition problematisch macht. Also mir scheint, es gibt hier so eine Spannung, einerseits pessimistische Position und andererseits optimistische Position. Ja, die Frage ist, lässt sich das vermitteln oder was gäbe es für Argumente für pessimistische bzw. optimistische Position? Ja, Herr Konitz. Ja, ich hatte ja schon, vielen Dank, angedeutet in meinem Eingangsstatement, dass ich schon glaube, dass sich das vermitteln lässt, ne? Dass man halt natürlich sagen kann, okay, jetzt für bestimmte wissenschaftliche Zwecke kann man natürlich den Begriff so einschränken, dass er halt dann vielleicht bestimmte Dinge, die wir in der Umgangssprache auch als Verschwörungstheorie bezeichnen, vielleicht dann nicht mehr mit einschließt, aber doch noch genug mit einschließt, um interessante Dinge rauszufinden. Also, dass man beispielsweise sagt, wie Herr Butter das macht, dass die Komplexität und der Grad der Verschwörung, die da postuliert wird, eben eine Rolle spielen sollte bei der Kennzeichnung der als Verschwörungstheorien, über die wir eigentlich reden wollen. Das finde ich zum Beispiel ist halt ein sinnvoller Vorschlag, um den Begriff dann eben auf eine bestimmte Klasse von Verschwörungstheorien im umgangssprachlichen Sinn zu lenken, über die man halt interessant was sagen kann. Halt beispielsweise, warum es ausgerechnet diese Art von Erklärung zwar in der Vergangenheit, eben wie Herr Butter eben in seinem Eingangsstatement schon erläutert hat, warum die mal sehr populär gewesen sind und dann eben jetzt nicht mehr sehr populär sind und als problematisch angesehen werden. Ja, vielleicht ein Punkt, Herr Butter, wollten Sie was dazu sagen? Ich hatte jetzt nicht gesehen, ob Sie eine Handmeldung hatten. Ja, ich habe mir das noch überlegt, weil ich dachte, Herr Konitz hat das eigentlich schon ganz gut ausgeführt. Ich glaube, wir liegen da gar nicht so weit auseinander. Dazu könnte man da noch sagen, dass es natürlich einen disziplinären Unterschied gibt. Philosophen sind deutlich strenger natürlich, was so Begriffe angibt. Und ich verstehe ja total, dass ein Philosoph, wenn er so eine Definition liest, wie die ich oft verwende, auch gerade bei so öffentlichen Auftritten, die von einem Politikwissenschaftler stammt, der sagt, nichts ist, wie es scheint, alles ist miteinander verbunden, dann ist völlig klar, dass ein Philosoph durchtritt und sagt, was alles und nichts, also der Stift, den ich gerade habe fallen lassen, der hat nichts mit der Verschwörung zu tun, aber das würde ja alles bedeuten. Das ist vollkommen klar. Also ich glaube, worum es geht, ist das für die Zwecke zum Beispiel, mit denen, wie ich mich mit Verschwörungstheorien auseinander beschäftige, man damit ganz gut arbeiten kann, weil sich dann alles und nichts im Grunde übersetzt in solche Dinge wie, es ist einfach viel, viel mehr miteinander verbunden, als andere Theorien sinnvollerweise annehmen, der Intentionalismus was überbetont. Und ich glaube, von daher sind wir uns da eigentlich relativ
einig. Herr Konitz hatte ja so ein paar Beispiele, als er gesagt hat, ich glaube, das lässt sich nicht alles davon abdecken. Das war relativ schnell weg, dieses Bild. Meiner Ansicht nach ist nur die Sache mit den Beatles etwas, was meiner Ansicht nach in Anführungszeichen keine wirklich so eine klassische Verschwörungstheorie ist. Alles andere, würde ich sagen, ließe sich auch mit den Kategorien, mit denen ich normalerweise operiere, abdecken. Aber wie gesagt, ich glaube, das Entscheidende ist, wir sind da gar nicht so weit auseinander. Da gibt es auch philosophische Positionen, die deutlich radikaler sind, und dann kämen wir heute Abend nicht zusammen und könnten vielleicht auch gar kein sinnvolles Gespräch mehr führen. Ja, Frau Göss? Ich denke, es ist auch wichtig, bei dieser Frage nochmal klar zu sagen, dass etwas als Verschwörungstheorie zu bezeichnen, zwar natürlich Kritik impliziert an dieser Theorie oder Weltanschauung, aber dass Kritik ja nicht immer mit Stigmatisierung schon sofort gleichgesetzt werden kann. Und ich denke, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den Herr Konitz implizit ja auch schon angedeutet hatte. Und ich würde eigentlich auch zustimmen, dass Kritik an durch die Benutzung eines Begriffs Kritik an etwas zu üben, nicht unbedingt die deskriptive Verwendung des Begriffs ausschließt. Also Verschwörungstheorie wäre in dem Sinne dann ein Begriff, der es eben ermöglicht, eine bestimmte Sorte von Theorie oder Welterklärung als auf eine bestimmte Weise falsch, als nicht zutreffend zu beschreiben. So würde ich das zumindest verstehen und da eben eine wichtige Differenz markieren wollen zu Vorgängen wie Pathologisierung beispielsweise oder eben Stigmatisierung, was für mich tatsächlich ein Unterschied ist zu eben einer kritischen Positionierung. Ich hätte noch eine andere Nachfrage, also etwas, was mir aufgefallen ist, ist, Frau Gess, Sie hatten in Ihrem Statement auf Ähnlichkeiten hingewiesen zwischen Mythen, Narrativen und Erzählungen und eben Verschwörungstheorien. Und auch also die Auffassung vertreten, dass ähnlich wie bei Witzen oder Gerüchten so diese Unterscheidung zwischen Konsumenten und Produzenten nicht, also dass sie sozusagen hinfällig sei und man eher so eine Art Kollektivautorschaft annehmen sollte. Und Herr Konitz, Sie hatten ja demgegenüber in Ihrem Eingangsstatement betont, dass diese Unterscheidung zwischen Produzenten und Konsumenten von Verschwörungstheorien in der empirischen Forschung häufig zu kurz komme. Haben Sie die Argumente von Frau Gess überzeugt oder also dass diese Unterscheidung vielleicht doch nicht so wichtig ist, oder würden Sie das daran festhalten? Ich würde schon eigentlich daran festhalten. Es gibt natürlich so eine Grauzone von Leuten, die halt Verschwörungstheorien weitererzählen und dann auch weiterentwickeln, genau wie das diese Dynamik, die Frau Gess beschrieben hat. Aber es gibt natürlich auch dieses Phänomen von Leuten, die einfach nur, ich sag mal, auf Facebook irgendwas liken oder auf Twitter irgendwas retweeten oder sowas, wo dann kein kreativer Beitrag stattfindet. Und ich glaube halt, dass wenn Psychologen beispielsweise sich die Frage stellen, okay, welche psychologischen Mechanismen sind unter Umständen am Werk bei Leuten, die halt mit Verschwörungserklärungen sich die Welt erläutern, denke ich, dass diese Art der Untersuchung halt in erster Linie natürlich auf Leute abzieht, die irgendwie kreativ diese Theorien und Erklärungen entwickeln und nicht so sehr unter Umständen die Leute, die das einfach sehen, zunächst mal für aus irgendeinem Grund plausibel halten, entweder weil sie den Leuten, die das irgendwie teilen, irgendwie vertrauen oder weil da was steht, was ihnen politisch von der Richtung her irgendwie in Kram passt. Da denke ich, sind dann andere Erklärungen, psychologische Erklärungen, die das Retweeten erklären, als die sozusagen die kreative Anstrengung erklären. Aber da gibt es natürlich dann Zwischenbereiche. Ne? Also eben Leute, die weiß ich nicht, den größten Teil ihres Tages damit auf YouTube verbringen, irgendwie Evidenz zu sammeln. Und Leute, die halt einfach nur eine Story aufgreifen und die ein bisschen verändert weitererzählen. Und da ist ja auch nochmal ein Spektrum. Also würden Sie dem zustimmen, dass es so diesen Typus des reinen Konsumenten gibt, Frau Gess? Ich jetzt? Ja. Ich hatte eben gesehen, Michael Butte hatte sich eben noch gemeldet. Aber ich kann natürlich... Mach du erstmal, Nicola, komm. Ja, okay. Das mag sicherlich so sein. Ne? Also ich glaube, dass
ist nicht zwingend der Fall, dass jeder, der sich mit Verschwörungstheorien in dieser Weise beschäftigt oder an Verschwörungstheorien glaubt, nun massiv daran beteiligt ist, die weiterzuentwickeln. Aber ich glaube in der Tat, also erstens ist es bei vielen Verschwörungstheorien doch sehr, sehr schwierig, sozusagen den ersten Autor oder die erste Autorin auszumachen. Das ist schon eine ganz wichtige Gemeinsamkeit mit solchen Erzählgattungen wie jetzt zum Beispiel der Sage beispielsweise. Und ich glaube auch, dass es vielleicht eine einfach auch attraktiv ist, sozusagen, wenn man sich fragt, ja, warum sollte man denn an Verschwörungstheorien glauben? Ich glaube, das ist tatsächlich etwas, das mag nicht für jeden so sein, aber ich glaube, das ist ein etwas Attraktives, dass man diesen Gedanken, dieser Gedanke, ich kann da irgendwie mitmachen, so. Ich kann mich jetzt auch an meinen Laptop setzen und noch mehr Belege dafür finden. Und vielleicht finde ich einen, den noch keiner gefunden hat, und dann kann ich da noch einen Baustein dazusetzen. Und ich habe neulich zum Beispiel, als es diese, es gab ja eine Flut von Videos jetzt im Netz natürlich, wegen dem Sturm auf das Kapitol in USA. Und da gab es auch diverse Videos mit einigen, die dort beteiligt waren. Und wen wohl alle irgendwo auf dem Netz gesehen haben, ist der junge Mann mit den Hörnern und dem Pelz. Jedenfalls, von dem gab es auch ein Video, und da fand ich das sehr eindrücklich. Also der hat sich ja, der versteht sich ja als QAnon-Schamane, und der hat da sozusagen seine QAnon-Theorie entwickelt und alles Mögliche eingebaut, unter anderem auch die Schweiz und die unter ausgehöhlten Berge in der Schweiz. Das kennt man auch aus anderen Versatzstücken von Theorien, aber ich fand das ein gutes Beispiel, und es gibt viele, viele andere natürlich, für genau dieses Phänomen, dass da sozusagen so eine Kreativität gewissermaßen zum Zuge kommt, die, glaube ich, ein wichtiger Bestandteil ist für diese Gemeinschaft der Verschwörungstheoretikerinnen und Theoretiker, glaube ich. Oder hatten Sie da noch Ergänzungen? Ja, ich wollte im Grunde, also ich stimme mit ganz vielem überein, was gesagt wurde. Ich glaube auch, dass es da ein ganz breites Spektrum gibt, wie Leute da involviert sind. Und ich sehe da auch, dass es ein ganz gutes Beispiel ist, um zu zeigen, was Probleme zum Beispiel so dieser quantitativen Forschung sind, der Psychologie mit Fragebögen. Wobei ich, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, ein bisschen anders sehe jetzt als Herr Konitz, weil ich glaube, was das Problem der Psychologie ist, wenn die Leute Fragebögen vorlegen zum Beispiel, dann kommt man auf diese Zahlen, wie ich es erwähnt habe, so ein Drittel der Deutschen ist empfänglich für Verschwörungstheorien. Da sind ganz viele Leute dabei, die im Grunde absolut passive Konsumenten sind, wenn überhaupt Konsumenten, wahrscheinlich so passiv, dass sie das nicht mal aktiv suchen irgendwo im Netz, aber wenn sie es sehen, dann irgendwo denken, naja, das stimmt ja, aber ihr Leben, ihre Identität, ihr Verhalten nicht danach ausrichten. Und das kann halt so ein Fragebogen nicht, der kann nicht unterscheiden zwischen dem QAnon-Schamanen, der quasi sich körperlich der ganzen Sache hingibt und 24/7 damit beschäftigt ist, und jemanden, der so eine Frage vorgelegt kriegt und dann sagt, naja, das stimmt ja wahrscheinlich schon, und da sein Kreuz dann macht. Und deshalb sind diese Zahlen auch so hoch. Wenn man also das einmal aufschlüsseln würde bei quantitativen Studien in Deutschland, aber auch in den USA, wie viele Menschen wirklich also ihr Leben danach ausrichten, wirklich überzeugt davon sind, also dann Autoren sind von Verschwörungstheorien, Prosumenten sind, dann wären die Zahlen, glaube ich, immer noch ziemlich hoch, aber sie wären deutlich geringer als das, was uns diese Studien geben. Und deshalb ist es da wichtig zu differenzieren. Und die gute psychologische Forschung, wie zum Beispiel die von Roland Imhoff in Mainz, die macht das auch. Der weist immer wieder darauf hin, dass das ein Spektrum ist der Involviertheit. Das ist halt nur extrem schwierig abzuprüfen quantitativ. Und deshalb geht das dann meistens bei denen doch immer wieder irgendwo verloren. Ja, okay. Vielleicht kommen wir noch zu einer weiteren Frage. Ein Hauptbestandteil des Beitrags von Frau Gess ist ja gewesen, dass Verschwörungstheorien keine wissenschaftlichen Theorien sind oder Theorien, die Art und Weise, wie das Verhältnis von Verschwörungstheorien und Experten sozusagen nur als Mimikrie zu verstehen, also eine Form von Nachahmung. Daraus ergibt sich natürlich die Frage, wie sehen wir dieses Verhältnis? Es gibt also einige oder viele, die sagen, okay, Verschwörungstheorien sind tatsächlich Theorien. Ist das zutreffend? Und wenn ja, was spricht dafür, dass sie Theorien sind? Beziehungsweise was spricht dafür, was wissenschaftliche Theorien sind? Oder ist es so, wie Frau Gess das in ihrem Beitrag vorgeschlagen hat, sollten wir nicht lieber davon ausgehen, dass es sich bei dem verschwörerischen Denken um sowas wie das Erzählen von Geschichten sind, die ein gewisses Angebot machen im Sinne von Einfachheit,
beispielsweise. Also hier die Frage, sind Verschwörungstheorien tatsächlich Theorien? Sind sie wissenschaftsähnliche Theorien? Eine Position, für die, die sich ja Herr Butter sehr stark gemacht hat. Und auf der anderen Seite die scheinbar völlig konträre Position dazu, nein, Verschwörungstheorien funktionieren so wie Geschichten. Der Wissenschaftscharakter ist bestenfalls sowas wie Mimikry, also eine Form von Nachahmung oder Verkleidung zu verstehen. Ja, was meinen Sie, Herr Butter und Herr Konitz danach? Ich glaube auch wieder, dass das eigentlich gar nicht so ein großer Widerspruch ist. Ich kann nachher noch in den Chat, also den Link posten zu diesem Artikel in der Zeit, den ich vor ein paar Wochen geschrieben habe, wo ich mich auch mit auseinandersetze, warum das meiner Ansicht nach Theorien sind. Aber ich bin ja auch Literaturwissenschaftler, ich würde niemals bestreiten, dass Verschwörungstheorien aus einer anderen Perspektive natürlich auch Erzählungen sind. Ich würde allerdings sagen, dass andere wissenschaftliche Theorien meiner Ansicht nach auch Erzählungen sind letztendlich. Also wenn wir uns die Kognitionswissenschaft anschauen, die Psychologie, die Anthropologie, die Erzählforschung, dann wissen wir ja, dass Erzählung ein kognitives Instrument ist, mit dem wir uns die Welt aneignen. Die Welt kommt letztendlich zu uns in Erzählungen und die Pandemie ist ein Betrug, ist eine Erzählung, aber zu sagen quasi, es ist eine Pandemie und sie bedroht uns alle und deshalb müssen wir das und das machen, das ist letztendlich auch eine Erzählung. Das heißt, ich glaube nicht, dass dieser Widerspruch da so groß ist. Ich glaube, es geht dann um den Typ der Erzählung letztendlich. Und da ist es, glaube ich, so, dass natürlich, und das hat Frau Gess, glaube ich, wunderbar gezeigt, die Erzählungen, die Verschwörungstheorien dann sind, halt oft sehr voraussehbare, vielleicht auch schematische Erzählungen sind, eben mit klarem Gut-Böse-Schema und anderen typischen Plot-Elementen. Historisch ist es natürlich so, dass dieses Wissenschaftsmimikry auch wieder im Grunde so auf die Gegenwart und unsere Kultur beschränkt ist, weil, also das sieht man ja an so Beispielen wie John Robison, den ich da hatte, das war ja ein absolut etablierter Wissenschaftler und wenn der dann quasi da Verschwörungstheorien verbreitet, dann ist das ja keine Nachahmung von was anderem, würde ich sagen, sondern das war einfach damals die Wissenschaft. Aber mittlerweile sind wir natürlich in einer anderen Zeit angekommen, wo das Ganze anders funktioniert. Aber auch hier, wie gesagt, ich glaube, ob Theorie oder Erzählung ist gar nicht so ein Widerspruch. Und letztendlich hängt es dann auch wieder daran, wie man das alles definiert. Die meisten Leute, ich habe ja auch den Chat so ein bisschen gesehen oder die Q&As, die haben ein Problem mit dem Theoriebegriff, weil das ein bisschen in Mode gekommen ist in Deutschland in den letzten 12 Monaten. Aber da denkt man bei Theorie immer an irgendwas Nobles. Aber wenn man eine rein formale Definition von Theorie anlegt, nämlich eine Reihe von Sätzen, auf deren Grundlage man versucht, die Wissen über die Welt zu gewinnen, dann sind Verschwörungstheorien natürlich Theorien, wie sie eben auch Erzählungen sind. Herr Konitz? Ja, also eigentlich alles das. Vielleicht noch als zusätzlich zu sagen, es ist aber durchaus natürlich auch so, denke ich, dass viele Verschwörungstheorien sehr wohl auch einen Wahrheitsanspruch haben. Also es stimmt zwar, dass die natürlich darüber funktionieren, dass die Dinge erzählen oder Dinge präsentieren, die die Leute sowieso schon für wahrscheinlich halten und deswegen auch eben glaubwürdig sind dann für diese Leute. Aber viele Verschwörungstheorien sind ja intendiert als alternative Erklärungen, eben im Gegensatz zur offiziellen Erklärung oder im Gegensatz zur eigentlichen Erklärung für ein bestimmtes Ereignis und werden dann auch mit dem Wahrheitsanspruch vertreten. Und das, da denke ich, sollte man schon auch dran festhalten, weil das ist natürlich auch die Form, wie man die dann eben kritisieren kann, eben dass man eben zeigen kann, dass diese alternative Erklärung oder eben alternative Erzählung eben nicht stimmt. Und dass man das eben an den Fakten dann immer auch so zeigen kann. Ja. Also da denke ich, sollte man auch nicht vergessen, dass dem so ist. Genau, deswegen würde ich auch am Begriff Verschwörungstheorie festhalten wollen, auch wenn ich sage, sie funktionieren eigentlich wie Geschichten, genau damit das tatsächlich auch weiterhin möglich bleibt. Der Anspruch sozusagen, die Behauptung ist ja, es ist eine Theorie, es sei eine Theorie, es würde hier sozusagen ein wahres Modell der Realität oder eines Teils der Realität
dargeboten. Ja, das ist ja der Anspruch. Und den kann man natürlich auch nur sozusagen kritisieren, indem man ihn erstmal als solchen auch wahrnimmt. Ja, gleichwohl. Und deswegen glaube ich auch, dass diese Mimikrian-Theorie ganz, ganz wichtig ist. Nicht nur für den Erfolg sozusagen von Verschwörungstheorien. Ja, also das ist ja notwendig, um so eine Art von Scheinevidenz hier auch zu produzieren. Ja, jetzt habe ich das als auch irgendwie aus dem Kopf verloren. Aber ja, ich glaube, also, aber wenn man sich das dann eben genauer anguckt, und das haben ja Michael Butter und Daniel Kohn jetzt gerade auch bestätigt, dann gibt es natürlich wichtige Punkte, wo sie eben tatsächlich auch nur Mimikrian-Theorien sind und bestimmte Aspekte, die man von einer wissenschaftlichen Theoriebildung erwarten würde, da dann aber ja nicht passieren. Ja? Und dadurch kann man natürlich auch sehr klar sozusagen die Differenz aufzeigen, zumindest zur wissenschaftlichen Theoriebildung, wie sie heute Standard ist, also worauf Michael hingewiesen hat. Und der müssen sich ja auch, also sozusagen diesen Ansprüchen müssen natürlich auch, Michael hat gesagt, ja, in anderen Wissenschaften wird auch erzählt. Das ist in der Tat so, ja. Also man muss ja auch wissenschaftliche Ergebnisse sozusagen vermitteln, und da wird häufig auch auf das Erzählmodell zurückgegriffen. Nichtsdestotrotz sozusagen müssen natürlich die Dinge, die da vermittelt werden, sind in einer anderen Weise sozusagen verifiziert beziehungsweise durch Falsifikation geprüft, als das jetzt in Verschwörungstheorien der Fall wäre. Mhm. Ja. Darf ich eine kurze Nachfrage stellen? Und zwar zu dem, ich finde das mit dem Konzept der Mimikrie extrem spannend. Mich würde fragen, wie du da diese Figur des Renegaten, des Abtrünnigen unterbringen würdest, über die ja Hofstadter schon geschrieben hat, also der so wichtig ist für den verschwörungstheoretischen Diskurs, dass Leute quasi aus der Verschwörung, also aus der Überlaufen in die Aufklärung, die vermeintlich der Verschwörung, und solche Leute wie Wolfgang Wodak, Sukharit Bhakti und so weiter, das waren ja durchaus mal Leute, die akzeptierte Experten waren, vielleicht nicht im Bereich der Virologie oder Epidemiologie, aber halt in anderen wissenschaftlichen Bereichen, und die jetzt quasi die Seite gewechselt haben. Und mich würde interessieren, also wie das passt zu dieser Idee des Mimikry, dass diese Leute dann ja mal doch Experten waren, also quasi richtige Wissenschaft gemacht haben. Und wie würdest du das jetzt also mit dem Mimikry zusammenbringen? Das ist, fände ich total spannend irgendwie. Ja, also das ist eine sehr gute Frage, und ich finde diese Renegatenfiguren auch sehr, sehr interessant, über die nachzudenken. Und also das Erste, was mir dazu jetzt einfällt, ist, dass natürlich diese übergelaufenen Expertinnen und Experten sozusagen eine ganz wichtige Rolle spielen für Verschwörungstheorien. Ne? Also wie du das ja auch betont hast in deinem Beitrag, Verschwörungstheorien brauchen ja auch vermeintliche Expertinnen und Experten, um ihren Behauptungen Kredibilität zu verleihen. Die erfüllen da sozusagen nur eine ganz andere Funktion. Also man wendet sich dort Expertinnen und Experten zu, weil man zu wenig weiß, sondern weil man im Grunde alles schon weiß und es nur noch bestätigt bekommen will. Und das ist dann ja die Funktion, würde ich sagen, die Expertinnen und Experten im Kontext von Verschwörungstheorien zukommt. Und ich glaube, da sind diese Renegaten sehr, sehr wichtig. Das ist sozusagen ihre Funktion, die sie dann da auch spielen können. Und natürlich, also jetzt psychologisch, ich bin keine Psychologin, aber ich nehme mal an, es gibt dann natürlich auch so ein Gain, dass die natürlich ein ganz anderes Standing einfach bekommen in diesen neuen Kontexten, als sie es vorher in den wissenschaftlichen Kontexten hatten, wo sie vielleicht nicht so reüssieren konnten. Und ich glaube, dass es bei vielen Renegatenfiguren spielt das eine ganz wichtige Rolle, dass sie, es ist eine wichtige Motivation, glaube ich, für diesen Seitenwechsel. Ich würde gerne noch mal eine etwas andere Perspektive und ein bisschen noch stärker auch zum Kern unserer Thematik vorstoßen. Sie haben ja alle drei in Ihren Eingangsstatements verschiedene Merkmale des verschwörungstheoretischen Denkens benannt. Man kann allerdings ein Stück weit auch den Eindruck bekommen, dass so Merkmale, also einige dieser Merkmale in der Corona-Krise auch sozusagen außerhalb verschwörungstheoretischer Kreise recht verbreitet sind. Also zugespitzt könnte man vielleicht fragen, ob nicht der breite Mainstream-Diskurs zusehends verschwörungstheoretische Züge annimmt. Also beispielsweise wird so mancher ein manichäisches Schwarz-Weiß-Denken, auf das Frau Gess hingewiesen hat, auch in der Gegenüberstellung von Covidioten und vernünftigen Bürgern wiedererkennen. Und das Problem einer sehr selektiven, einseitigen Expertenauswahl, auf das auch hingewiesen wurde mehrfach, ist womöglich etwas, was nicht nur Verschwörungstheoretiker betrifft, sondern also derselbe Vorwurf steht ja auch im Raum, wenn es
beispielsweise immer wieder so ein überschaubarer Kreis von Experten gibt, der in die großen Talkshows eingeladen wird und die Politik berät. Und ich wollte nochmal auf die Umfrage zu sprechen kommen. Das ist ja die Frage, die wir gestellt hatten ganz am Anfang. Das geht ja in die Richtung, wir haben hier zwar keine Mehrheit, wenn ich das richtig sehe, aber so fast die, also es ist so halbe-halbe, also ein sehr signifikanter Anteil der Zuschauer scheint dieser Meinung zu sein, dass wir hier ein Ungleichgewicht auch in der breiteren Öffentlichkeit haben. Also auf jeden Fall eine grundlegende Problematik ist ja die nach der Identifikation der richtigen Experten. Also wer sind eigentlich die Experten, auf die wir hören sollten? Und Herr Grunitz hatte ja in seinem Eingangsstatement ganz zum Schluss darauf hingewiesen, dass hier auch irgendwie einiges schiefgelaufen sei. Können Sie das vielleicht nochmal genauer spezifizieren, also was da schiefgelaufen ist? Und können Sie vielleicht auch mit der Hypothese was anfangen, dass wir es hier mit so einer Art Pathologien des öffentlichen Diskurses zu tun haben, die so eine Art Nährboden für Verschwörungstheorien überhaupt erst darstellen könnten? Ja, also vielleicht ganz kurz zu der ersten Frage, was da schiefgelaufen ist oder so. Also es ist natürlich in dieser Pandemiesituation extrem schwer gewesen, denke ich auch sowieso, also nicht nur für Laien, sondern auch für die Medien in gewisser Weise, die richtigen, von Anfang an auf die richtigen Experten zu setzen, die zu identifizieren und die nach vorne zu holen. Gerade weil man eben so wenig zunächst mal wusste und dann hat man auf der Ebene von einzelnen Untersuchungen irgendwie operiert hat und so. Und das ist ja normalerweise nicht, wie Wissenschaft halt funktioniert. Also normalerweise hat man ja sowas wie Qualitätskontrolle innerhalb der Wissenschaften, die halt erstmal stattfindet, wo man halt irgendwie Untersuchungen, die gemacht werden, dann eben nochmal ein Peer-Review-Verfahren unterzieht und dann nochmal in einer weiteren Untersuchung checkt, ob das denn auch alles so stimmt, wie das da bei der ersten Untersuchung rausgekommen ist und so. Und wenn das dann einmal etabliert ist, dann gibt es natürlich Experten auch aus weiteren Kreisen, die darüber vernünftig der Öffentlichkeit gegenüber Auskunft geben können. Das war jetzt in dieser Pandemiesituation nicht so. Da musste man also sich wirklich die Leute rauspicken, die jetzt wirklich von diesem spezifischen Thema richtig gut Ahnung haben, um da vernünftige Sachen zu sagen zu können. Und gleichzeitig aber auch die notwendige, ich sag mal, Bescheidenheit an den Tag gelegt haben, um nicht ihre eigene persönliche Meinung als wissenschaftliche Allgemeinmeinung irgendwie darzustellen. Ich glaube, das ist halt was natürlich irgendwie da auch oft schiefgegangen ist. Also man hat jetzt in dieser speziellen Situation, glaube ich, irgendwie auch nicht die Möglichkeit gehabt, die Qualitätschecks, die wir normalerweise eben haben, innerhalb der Wissenschaften zu Rate zu ziehen und hätte eigentlich diese Qualitätschecks dann in den Medien machen müssen. Aber das hat man natürlich auch nicht machen können, weil man zum Teil natürlich auch dafür nicht kompetent war. Ne? Also was man da eigentlich bräuchte, wären halt irgendwie richtig kompetente Wissenschaftsjournalisten, die halt in der Lage sind, die richtigen Experten zu zitieren und oder zu interviewen und nicht irgendwie jeden, der was gerne dazu sagen möchte und einen Doktortitel hat, irgendwie vor die Kamera zu ziehen. Herr Mutter hatte sich noch gemeldet. Ich weiß nicht, ob man nicht die radikale Gegenthese formulieren müsste, dass eigentlich das Problem der deutschen Corona-Politik ist, dass man eigentlich praktisch überhaupt nicht auf Experten gehört hat. Und dass es höchstens im Frühjahr so einen kurzen Moment gab, wo man wahrscheinlich gar nicht mal so sehr durch die Expertenmeinungen, so Leute wie Drosten, Kekulé hatten das ja schon Wochen vorher erzählt, dazu bewegt wurde, in einen radikalen Lockdown zu gehen, sondern eher so durch die Bilder, die man gesehen hat aus anderen Ländern. Und seitdem man eigentlich viel zu wenig auf Experten gehört hat, das ging im Grunde damit los, wie man aus dem Lockdown rausgekommen ist, wo die Leute von der Helmholtz-Gesellschaft und so weiter sehr gut vorgerechnet haben, wenn man jetzt noch 3 Wochen so weitermacht, dann hat man das Virus vielleicht sogar quasi ausgerottet in Deutschland und kann quasi zum normalen Leben zurückkehren. Es ist schwierig, das dann aufrechtzuerhalten in Europa bei offenen Grenzen. Wir sind halt nicht Neuseeland. Und wenn man sich den ganzen Herbst anschaut, dann haben also, egal aus welcher Disziplin sie kommen, die Leute eigentlich, die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen schon seit August
September gesagt, das geht alles wieder vor die Wand, das geht alles wieder schief und die Wissenschaft, die Politik hat einfach nicht darauf gehört. Und ich meine, der Ministerpräsident des Landes Sachsen hat sich ja auch dafür entschuldigt jetzt neulich und gesagt, also wir haben das völlig falsch eingeschätzt. Also ich glaube, dass das Problem der deutschen Corona-Politik vielleicht gar nicht so sehr ist, dass man auf zu wenige Experten gehört hat, sondern dass man nicht auf gar keine Experten gehört hat und dass man gedacht hat, wir werden irgendwie Glück haben und wenn das neue Schuljahr beginnt, hat sich wundersamerweise alles irgendwie wieder gegeben. Gleichzeitig ist es, glaube ich, auch so, dass sich manche Leute, dass es schon durchaus einen Austausch gab, also im Frühjahr zwischen und im Sommer zwischen verschiedenen Experten. Also das ist natürlich was, was in den Medien dann auch mal personalisiert wird. Das ist dann Herr Drosten auf der einen Seite und Herr Streeck auf der anderen Seite. Das war aber, glaube ich, schon präsent über eine gewisse Zeit, also die unterschiedlichen Positionen dazu. Es gibt aber natürlich auch Leute, und dann wären wir wieder bei dem Thema, die Verknüpfung mit Verschwörungstheorien, die sich vielleicht auch rausgeschossen haben aus dieser Debatte, weil sie in diesen entscheidenden Wochen im März nicht lang genug gewartet haben. Also ich denke an jemanden wie Herrn Bakdi zum Beispiel. Ich vermute, wenn der eine Woche länger gewartet hätte im März, bevor er zu KenFM gegangen ist, wäre der durchaus mal im Spiegel und der Süddeutschen gewesen, weil das Bedürfnis der Journalisten da war, jetzt auch andere Positionen zu hören, weil man mal im Lockdown, es ist nichts mehr passiert, die Leute wussten nicht, worüber sie schreiben sollen. Deshalb haben die auch alle so schnell über Verschwörungstheorien geschrieben, weil es nichts anderes mehr gab, was irgendwie passiert ist. Aber wenn ich halt bei KenFM auftrete und egal, was ich da sage und die Position, die Herr Bakdi da in seinem ersten Interview vertritt, ist noch was ganz anderes als das, was er dann in seinem Buch schreibt oder seitdem gesagt hat, dann bin ich natürlich aufgrund der Logik des deutschen Öffentlichkeitssystems und der Wahrnehmung von KenFM in der Öffentlichkeit, der gerechtfertigten Wahrnehmung, verbrannt für andere Medien. Das führt natürlich auch dazu, dass der Diskurs dann verengt erscheint wieder manchen Leuten. Mhm. Aber also kann man das an der Person festmachen? Also würde nicht, wenn jetzt jemand die Position vertreten würde, die er vertritt, eine unbekannte Person, ein unbekannter Experte, das würde er dann, würde der nicht genauso sozusagen sich aus dem... Ich muss vielleicht an der Stelle ein bisschen dazwischen fahren. Wir sind schon sehr weit in der Zeit vorangeschritten, und wir möchten gerne auch unsere Zuhörer natürlich Fragen stellen lassen. Deswegen würde ich vorschlagen, dass Frau Gess nochmal, sie hatte sich kurz nochmal drauf. Okay. Gut, wir können jetzt ruhig zu den Zuhörerinnen. Ja, also weil wir in der Tat schon relativ weit fortgeschritten sind in der Zeit. Ja, vielen Dank. Dann schalte ich mich ein mit den von mir etwas vorsortierten Publikumsfragen. Im Prinzip haben Sie einen großen Fragenblock, der bei uns angekommen ist, schon beantwortet im Einstieg, als es noch um die Begrifflichkeit ging. Ich möchte es an der Stelle dennoch nochmal nennen. Also mehrere unserer Zuschauer hat eben genau diese Frage bewegt, die Sie vorhin diskutiert haben, inwieweit der Begriff Theorie sich eignet, um Verschwörungstheorien oder besser Mythenerzählungen zu klassifizieren, zu benennen. Das haben Sie, glaube ich, hinreichend diskutiert und ich kann vielleicht an der Stelle die Zuschauerinnen und Zuschauer auch nochmal auf den Artikel hinweisen, den Herr Butter jetzt auch als Link in den Chat gestellt hat, der sich nochmal intensiv mit dieser Frage beschäftigt. Das war also ein großer Fragenblock, der uns hier erreicht hat. Eine Frage, die ich Ihnen gern weitergeben möchte, kommt von einem Zuschauer, der fragt, wieso bisher durch keinen der Experten und Expertinnen die Frage des strukturellen Antisemitismus, der Verschwörungstheorien zugrunde liegt, thematisiert wurde. Führt aus, es wurden immer wieder stereotypische Symbole und Bilder wie Eliten, die da oben aufgezeigt, die auf antisemitische Ressentiments zurückzuführen sind. Und vielleicht können Sie darauf nochmal eingehen, struktureller Antisemitismus und Verschwörungstheorien. Ja, Herr Butter. Ja, ich habe auch gerade schon, weil ich die Frage antizipiert hatte, einen Link geschickt zu einem Artikel. Das ist ein bisschen fies, wenn man zu all diesen Sachen geschrieben hat. Ich habe da schon gerade was darüber geschrieben und ich hätte was darüber, was ich für die Bundeszentrale für politische Bildung geschrieben habe letztes Jahr über eben Antisemitismus in Verschwörungstheorien. Und man muss einfach sagen, und das sieht man gerade, wenn man auch wieder eine historische Perspektive aufnimmt, die Behauptung, dass alle Verschwörungstheorien antisemitisch sind im Kern, ist einfach Unsinn. Das stimmt einfach nicht. Das ist historisch einfach, lässt sich das nicht belegen. Es stimmt so, dass in der Gegenwart praktisch alle Verschwörungstheorien auch in antisemitischen Versionen existieren. Das hat ja Frau Gess auch sehr gut gezeigt, dass die eben immer so multiversional sind, aber beileibe nicht immer automatisch antisemitisch sind. Es ist aber, glaube ich, vielmehr so, dass der Antisemitismus eigentlich nicht zu haben ist,
ohne den Glauben an Verschwörungstheorien. Also ganz platt gesagt, Sie können Rassist sein, ohne Verschwörungstheoretiker zu sein, indem Sie nicht weißen Menschen absprechen, dass sie intelligent sind, sich kontrollieren können oder sonst irgendwas. Aber in dem Moment, wo es um antisemitische Vorurteile geht, haben wir sofort Verschlagenheit, List, Tücke und dann ist man fast automatisch sofort bei Komplotten und bei Verschwörungen. Und deshalb ist es so, dass der Antisemitismus, glaube ich, nicht ohne Verschwörungstheorie zu haben ist. Und deshalb gibt es gerade in Deutschland die Wahrnehmung, dass Verschwörungstheorien im Kern immer antisemitisch sind. Dabei ist es vom Verhältnis her, glaube ich, umgekehrt. Ja, okay. Ja, dann würde ich noch weitere Fragen an Sie weitergeben. Ich ziehe jetzt einige Fragen vor, die uns später erreicht haben, weil Sie nochmal an die Begriffsdebatte anschließen. Hier wird gefragt, zum einen erstmal, wie Sie Experte denn definieren würden, aber auch nochmal die kritische Nachfrage. Wir beschäftigen uns hier sehr ausführlich mit Verschwörungstheoretikern, Ihrer Analyse. Wie würden Sie mit dem problematischen Konstrukt Experte umgehen? Experte als Autorität, was konstituiert Expertise? Ja. Fühlt sich jemand zuständig, das kompetent zu beantworten? Herr Konitz? Ja, also da gibt es natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, das zu definieren. In der Regel, dass man halt irgendwie sagt, dass jemand hat, der halt signifikant mehr wahre Überzeugungen und weniger falsche Überzeugungen über einen bestimmten Gegenstandsbereich hat als irgendwie der Rest. Und dann ist man Experte. Ja, im Grunde hat Herr Konitz das, aber Sie haben es ja eigentlich in Ihrem Statement auch schon mehr gesagt als das, oder? Da haben Sie ja auch schon deutlich darauf hingewiesen, dass es irgendwie auch bestimmte Institutionen sind, die notwendig sind, um sozusagen Expertise erkennen zu können. Und wir haben in der Diskussion ja auch schon über die wissenschaftliche Community gesprochen, über Peer-Review-Verfahren, über die Notwendigkeit, sich sozusagen dem Test durch die wissenschaftliche Community zu stellen, mit den Aussagen, die man so von sich gibt. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Faktor natürlich ist, zu beurteilen sozusagen, wer kann mit Fug und Recht von sich behaupten, Expertin oder Experte in einem bestimmten Feld zu sein und wer eher nicht. Man muss vielleicht auch dazu sagen, dass der Zuschauer durchaus, Zuhörer durchaus recht hat, also dass die Begriffe Experte und vor allen Dingen auch die Unterscheidung Experte und Autoritäten, das ist nicht immer dasselbe. Tatsächlich schwierige Begriffe sind, die problematisch zu definieren sind. Herr Konitz hat ein Beispiel angeführt, dass ein Experte jemand ist, der mehr wahre Überzeugungen als alle anderen in einem bestimmten Bereich hat. Das hat aber viele Probleme, dieser Begriff. Genauso könnte man sagen, es gibt auch Verstehensexperten und so weiter und so fort. Das heißt, es ist in der Tat noch eine sehr offene forschungstheoretische Frage zu klären, was tatsächlich Experten für einen bestimmten Bereich auszeichnen und vor allen Dingen auch, wie sie sich von Autoritäten unterscheiden. Manchmal hat man ja den Eindruck, dass die Experten, die sie für sich sind, also die Virologen in der Corona-Krise ja mehr als nur die Expertise kundgetan haben, sondern so wie epistemische Autoritäten betrachtet wurden. Und da kommt vielleicht noch etwas zu dem hinzu, was ihr Expertenstatus ausmacht. Also das ist nur eine weitere Fragestellung, die da möglicherweise eine Rolle kann. Ja, also es scheint mir in der Tat ein sehr offenes Problem und noch viel Bedarf für weitere Forschung zu sein. Kann ich noch kurz was ergänzen vielleicht? Weil ich finde es sehr interessant, dass jetzt der Begriff der Autorität hier auch mit ins Spiel kam. Und weil Sie in Ihrer Anmoderation, ich glaube, es war Herr Hauswald, auch darauf hingewiesen hatten, auf Kant hingewiesen hatten, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen und dass es sowas sei, was man auch häufig mit Verschwörungstheoretikern verbinde oder was sozusagen zu deren Selbstverständnis gehöre. Und das finde ich eigentlich einen ganz interessanten interessant darüber nachzudenken und darauf aufmerksam zu machen, dass das einerseits so ist, ja, dass also
sozusagen vom Selbstverständnis her eine grundlegende Skepsis, gerade auch gegenüber Experten und Expertinnen da ist. Gleichzeitig aber auf der anderen Seite ja eine sehr, sehr große Bereitschaft, viele Dinge gar nicht zu hinterfragen, also durchaus auch eine gewisse sozusagen Autoritätenhörigkeit, ja, bei Verschwörungstheoretikerinnen und Verschwörungstheoretikern der Fall ist, ja, ob das jetzt Q ist sozusagen oder irgendwelche anderen Autoritäten, die im für verschwörungstheoretischen Diskurs eine große Rolle spielen, da ist die Bereitschaft sehr groß, überhaupt nicht zu hinterfragen, gar nicht skeptisch zu sein, sich gar nicht des eigenen Verstandes zu bedienen, ja, und das finde ich ist eigentlich ganz wichtig, so, das auch nochmal klar zu machen, sodass man sich fragen könnte, bezieht sich die Skepsis, ist die Skepsis eigentlich nur der Unwille sozusagen von den eigenen Überzeugungen zu lassen? Wenn ich das nicht will, dann bin ich natürlich skeptisch gegenüber all dem, was mich daran hindert, an dieser Überzeugung festzuhalten. Aber ne, das würde ich dann nicht mit Kants Maxime, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, unbedingt verbinden. Also ich wollte nur auf diesen Widerspruch hier nochmal aufmerksam zu machen, was Fragen nach den Autoritäten angeht. Also eine Replik dazu vielleicht. Also dieses Problem, ist der Verschwörungstheoretiker kritisch oder nicht kritisch? Das könnte man ja vielleicht ein Stück weit auflösen, zu sagen, ja, er scheint so eine Inkohärenz zu haben. Einerseits ist er sehr kritisch gegenüber der offiziellen Sichtweise und andererseits scheint er sehr unkritisch gegenüber den eigenen Quellen zu sein, also den Experten, denen er vertraut. Und dieses Missverhältnis, also dass Kritik einerseits, aber völlige Nicht- oder Gläubigkeit, Hörigkeit, auch Autoritätshörigkeit den eigenen Quellen, die man sozusagen bevorzugt, das scheint irgendwie so ein grundlegendes Problem zu sein. Aber ich habe gesehen, Herr Butter und Herr Konitz hatten sich da noch dazu noch geäußert. Also vielleicht noch ganz kurz, und dann lasse ich den Philosophen sprechen, der davon mehr versteht. Aber dass dieses Verhältnis von naiven Vertrauen und Hyperkritik ist natürlich was man auf der Seite der Nicht-Verschwörungstheoretiker genauso findet. Weil also ehrlich gesagt, ich kann Ihnen nicht beweisen, warum die Erde rund ist. Aber ich vertraue den Experten, die sagen, dass die Erde rund ist. Und gleichzeitig bin ich wahrscheinlich hyperkritisch gegenüber Verschwörungstheorien. Das heißt, das ist einfach quasi nur eine Spiegelung, die wir dann da haben. Also wer als Experte und wer als Betrüger wahrgenommen wird und wen man nimmt oder nicht. Also, ich will das jetzt nicht über, das geht nicht ganz ineinander auf. Da gibt es schon noch Unterschiede. Aber was ich halt zeigen will, ist, dass, das ist, glaube ich, auch das, was Frau Gess gemeint hat, das ist dann gar nicht so anders als das, was wir quasi im anderen Teil der Öffentlichkeit, wo es um Verschwörungstheorien geht, finden, sondern es ist einfach quasi nur rumgedreht. Man vertraut dafür einfach anderen und misstraut dann denen, denen die anderen vertrauen. Herr Konitz, Sie hatten sich, glaube ich. Ja, okay, aber da, ich meine, daran anschließend, aber man hat natürlich, denkt natürlich, dass man gute Gründe hat. Also das ist ja nicht irgendwie, dass das dass man eine Münze geworfen hat und man ist jetzt auf der einen Seite und die anderen sind halt auf der anderen Seite oder so, sondern aber in Bezug auf was Herr Hauswald vorher schon sagte, man kann natürlich auch sagen, dass in gewisser Weise eine gewisse Form von kritischer Autonomie eben darin auch besteht, eben selbstkritisch zu sein. Also die eben auch zu wissen, wo die eigenen Grenzen sind dessen, was ich eben beurteilen kann unter Umständen. Also, dass ich eben aus den Gründen nicht denke, dass ich besser herausfinden kann, warum, weiß ich nicht, das Gebäude 7 des World Trade Centers eingestürzt ist, als irgendwie die Experten das rausfinden können. Hm? Weil ich mich da nicht einarbeiten kann als Philosoph. Das ist irgendwie außerhalb dessen, was ich eben kompetent beurteilen kann. Und aus den Gründen muss ich eben da Experten vertrauen. Und dann geht es halt darum, eben rauszufinden, was die richtigen Experten sind. Und das kann ich natürlich unter Umständen dann aber natürlich schon. Weil wir gerade noch bei diesem Thema sind, bevor wir vielleicht dann nochmal zurückgeben und weitere Zuschauer fragen, vielleicht noch ein Punkt, Herr Konitz, Sie hatten ja eine sehr starke These in Ihrem Beitrag formuliert und Sie hatten gesagt, es ist wichtig, in unserer modernen Gesellschaft ist Wissen sehr viel über Arbeitsteilung, deswegen brauchen wir Experten und deswegen ist es sehr schlecht, sozusagen den Experten nicht zu vertrauen. Und Sie haben dann noch eine stärkere These gemacht, so eine deontische oder eine Sollensthese. Sie haben gesagt, wir
wir müssen unkritisch den Experten vertrauen. Und da würde man natürlich jetzt auch sagen, widerspricht das nicht unserer liberalen Vorstellung eines Subjekts, das sozusagen den eigenen Verstand benutzen sollte und schon prüfen sollte und nicht unkritisch den Experten einfach vertrauen sollte. Also wie könnte man die These rechtfertigen, dass es das unkritische Vertrauen in die Experten geben sollte? Widerspricht das nicht unserer modernen Gesellschaft oder dem Selbstbild, das Bild, was die moderne Gesellschaft von einer autonomen, selbstdenkenden Subjekt hat? Ja, also es wäre jetzt eine lange philosophische Diskussion, die wir wahrscheinlich nicht führen wollen. Aber es geht, ich denke, es gibt tatsächlich Fälle, wo es geboten ist, einem Experten zu vertrauen. Also wo es auch keinen Sinn macht. Also es ist diese Frage, soll ich die Expertenmeinung zu der anderen Evidenz noch dazu zählen und dann auf dieser Grundlage mein Urteil fällen oder soll ich einfach mein Urteil an den Experten delegieren? Und ich glaube, dass es halt eben Situationen gibt, wo es geboten ist, Letzteres zu tun. Also tatsächlich meine Überzeugung einfach an den Experten zu delegieren, weil ich eben einfach inkompetent bin in manchen Bereichen, um das besser beurteilen zu können. Und wenn ich selber versuche, noch die andere Evidenz mit hinzuzuziehen oder sowas, einfach die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass ich halt mit falschen Überzeugungen dastehe. Ja, ich würde vorschlagen, dass wir nochmal zurückgeben zu Frau Heining und weitere Zuschauerfragen. Ja, das schließt unmittelbar an, die Frage nach dem Vertrauen in die Experten. Hier kommen einige Fragen, erreichen uns zu den gesellschaftlichen Folgen von der Verbreitung von Verschwörungstheorien. Wird also gefragt danach, wie gefährlich diese Verbreitung von Verschwörungstheorien ist. Also erschüttert das die Glaubhaftigkeit von Expertinnen und Institutionen, wenn sich Verschwörungstheorien verbreiten? Und wenn das so ist, wie können wir damit umgehen? Kann das verloren gegangene Vertrauen in Experten, Expertinnen, in die Institutionen wiederhergestellt werden? Möchte ich? Ja, Herr Konitz. Ja, also wenn sich Verschwörungstheorien verbreiten, also dann ist es natürlich schon so, das ist auch empirisch so, dass dann eben auch das Vertrauen bei Leuten, die Verschwörungstheorien glauben, das Vertrauen in die entsprechenden Institutionen sinkt und die Institutionen natürlich auch dann nur funktionieren können, wenn die Bevölkerung auch Vertrauen in die Institutionen hat. Ja, das ist natürlich schon gefährlich. Was man jetzt machen kann, um das zu verbessern, das ist halt so ein bisschen die Frage. Also ich denke mal, dass ein Aspekt in der Tat eben darin besteht, dass Leute einfach besser verstehen müssen, wie diese Institutionen eigentlich überhaupt funktionieren. Also wie Wissenschaft eben eigentlich funktioniert, wie Politik eigentlich funktioniert und dass das eben auch so ein Defizit ist, was beseitigt werden muss, um Vertrauen irgendwie wiederherzustellen. Also warum ist es halt irgendwie zum Beispiel nicht verwunderlich und auch kein Problem, dass Herr Drosten seine Meinung zur Mund-Nasen-Schutz irgendwie geändert hat oder so. Also warum ändern Wissenschaftler ab und zu ihre Meinung? Und wie kommt das in solchen Situationen wie der gegenwärtigen und sowas, dass man irgendwie sowas nachvollziehen kann? Glaube ich, könnte auch dazu sorgen, dass man halt irgendwie Wissenschaften dann eben wieder vertraut, wenn man das nicht macht, aufgrund von Verschwörungstheorien oder was auch immer. Herr Butter und Frau Gess hatten sich noch gemeldet, also wollten noch etwas beisteuern. Also zur Gefährlichkeit von Verschwörungstheorien kann man sagen, also im Grunde das, also mal ganz grob gesagt, beileibe nicht alle sind gefährlich, beileibe nicht alle Verschwörungstheoretiker sind gefährlich, aber so insgesamt bei wo Gefahren bestehen, dann kann man es im Grunde in drei Kategorien aufteilen. Das eine ist, dass Verschwörungstheorien, das wissen wir aus einer Reihe von Studien und auch aus vielen Beispielen mittlerweile, Halle, Christchurch und so weiter, eben Motoren sein können für Radikalisierung und dann eben auch zur Legitimierung von Gewalt führen können.
medizinische Verschwörungstheorien, die etabliertes medizinisches Wissen leugnen, können dazu führen, dass man sich selbst und andere unwissentlich in Gefahr bringt oder unwillentlich auch, wenn man halt keinen Mund-Nasen-Schutz trägt, wenn man keinen Abstand hält und das vielleicht sogar als Form des zivilen Ungehorsams begreift in der Corona-Krise. Und natürlich letztendlich dann auch die Demokratie in den Staaten, wo sie denn existiert, erodieren. Das wurde jetzt ja schon erwähnt, der Aspekt. Und wir haben das ja in Washington gesehen vor einigen Tagen, wozu quasi Menschen, die durch Verschwörungstheorien aufgestachelt sind, wozu das führen kann. Ich sehe das auch wie Herr Konitz, dass man also, ich glaube, wenn man Menschen ein besseres Verständnis darüber vermittelt, wie Institutionen funktionieren, wie vielleicht auch, also auch Gesellschaft und Politik funktioniert. Also ich glaube, dass so platt es klingt jetzt und viel, es ist dann doch komplexer, man müsste da, könnte den ganzen Abend darüber diskutieren. Bildung ist eine Antwort. Wir sehen das darin, dass also die quantitativen Studien zu Verschwörungstheorien alle zeigen, dass es eine Korrelation gibt zwischen dem Bildungsgrad und dem Glauben an Verschwörungstheorien. Also es nimmt ab mit dem Bildungsgrad. Das Verhältnis ist nicht ganz so leicht, wie das da klingt, aber auf jeden Fall hat das einen Einfluss. Können wir auch gerne noch mehr darüber reden, wenn Sie möchten. Wir haben gesehen in den 50er, 60er Jahren, dass diese Stigmatisierung von Verschwörungstheorien, die, über die ich gesprochen habe in meinem Eingangsstatement, ganz viel damit zu tun hat, dass sozialwissenschaftliches Wissen aus der Soziologie, aus der Politikwissenschaft, auch aus der Psychologie einsickert in das Alltagswissen der Menschen. Und entsprechend ist einer der wenigen negativen, also einer der wenigen positiven Effekte der Corona-Krise, was im Zusammenhang mit Verschwörungstheorien, dass es so ein großes Bewusstsein gibt mittlerweile, was dass Bildung etwas ist, auch an Schulen und so, was irgendwie gut ist für den Umgang mit Verschwörungstheorien. Wenn man Menschen beibringt und an junge Menschen kommt man halt am leichtesten dran, dass Institutionen vielleicht nicht immer unproblematisch sind, dass der demokratische Prozess durchaus knirschen kann, aber dass es halt selten die großen Komplotte sind, die da im Hintergrund für das Knirschen und all diese Dinge verantwortlich sind. Also da ist sehr viel in Bewegung gekommen. Mein nächster Termin per Zoom morgen früh ist also in einer Kommission, die den Bayerischen Landtag berät und eben auch da würde mich nicht wundern, wenn in Bayern und auch in anderen Bundesländern das Thema Verschwörungstheorien demnächst in den Lehrplänen auftaucht. Und da hätte ich die Hoffnung, dass das dann mittelfristig durchaus positive Auswirkungen hat. Okay. Genau, also ich wollte im Grunde zunächst einmal sagen, dass ich auch sagen würde, dass Verschwörungstheorien natürlich auch ein großes Problem darstellen für demokratische Politik, sozusagen deren Grundlage sowas wie diskursive Meinungsbildung ist. Und dafür braucht es eine gemeinsame Grundlage. Und in dem Moment, wo Verschwörungstheorien geglaubt werden, dann ist der Spekulation Tür und Tor geöffnet. Man spricht sozusagen über Unterschiede. Man hat keine gemeinsame Basis in einer geteilten Wirklichkeit mehr, gewissermaßen. Hannah Arendt nennt das auch Wirklichkeitssinn, der dann erodiert gewissermaßen und ein Problem darstellt dann für demokratische Politik. Was ich aber auch sagen wollte noch, ist mir noch wichtig, dass wenn man jetzt an Bewegungen wie die Querdenker denkt, zum Beispiel, oder die QAnon-Bewegung in den USA, dass da spielen Verschwörungstheorien eine ganz wichtige Rolle, aber die gehen ja nicht einfach weg, sozusagen, wenn man jetzt die Verschwörungstheorien irgendwie bekämpft, weil sich dann natürlich auch noch anderer Unmut artikuliert. Und das heißt, ich glaube, die Frage muss man ja auch stellen, sozusagen, was ist das für eine Gesellschaft, in der solche Bewegungen entstehen können und in der so viele Menschen sozusagen auf einmal bereit sind, Verschwörungstheorien zu glauben? Und dann muss man sich ja im Grunde fragen, was sind die Voraussetzungen, also was sind die strukturellen Voraussetzungen für solche Bewegungen? Und nur dann sozusagen, glaube ich, kommt man irgendwie auch an ein tieferes Verständnis dafür ran und kann auch die Frage letztlich beantworten, was müsste sich eigentlich verändern, damit solche Bewegungen vielleicht nicht solchen Zulauf finden. Und ich glaube, da müsste sich mehr verändern wahrscheinlich als nur Wissenschaftskommunikation, obwohl die natürlich auch ein zentraler Bestandteil ist, dass überhaupt erstmal verstanden wird, wie Wissenschaft funktioniert. Mhm. Ja, vielen Dank. Ich würde vielleicht noch mal zurückgeben an Frau Heining, wenn Sie noch Fragen haben. Aber ich sehe, wir sind auch schon sehr weit vorangeschritten in der Zeit. So ist es. Sie haben auch, Herr Butter hat sozusagen in der Nebenbemerkung schon einige Fragen mitbeantwortet, die uns hier erreicht haben, eben gerade zu der Frage von, wie Bildung und der Glaube an Verschwörungstheorien zusammenhängt, wie man wo man da ansetzen kann. Hier sind noch ein paar Fragen, die ganz große Themenfelder noch anschneiden, zur Frage, wie genau eine Bildungsarbeit aussehen muss, die hier ansetzt. Ich denke, das sind tatsächlich für den heutigen Abend einfach zu große Fragen, die uns hier noch erreicht haben. Deswegen, und es werden auch immer mehr. Deswegen würde ich schaue noch mal ganz kurz, ob es eine gibt, die
die vielleicht interessant ist. Ja, interessant finde ich die Frage, ob es denn Sinn machen würde, Zeichen zu setzen gegen Verschwörungstheoretiker. Also hier ist beispielsweise die Rede von einer Amtsenthebung Donald Trumps, wobei man da jetzt auch die Verbindung zur Verschwörungstheorie und so weiter nochmal sich genauer anschauen müsste. Aber welche Wirkung hat das eigentlich, dieses so ein plakatives Vorgehen gegen Verschwörungstheorien? Das würde ich Ihnen vielleicht nochmal mitgeben. Und die anderen müsste ich leider ja, vertrösten, auf eine andere Gelegenheit Fragen zu stellen. Ja, möchte jemand von Ihnen direkt darauf antworten? Herr Butter, Sie haben ja auch, wenn ich das richtig erinnere, sich in Bezug auf sowas wie Löschpraktiken kritisch geäußert. Vielleicht können Sie darauf in dem Zuge noch mit eingehen. Also bei YouTube und dergleichen wird ja in jüngster Zeit viel gelöscht, was man für problematisch erachtet. Ja, also, ja, vielleicht fange ich mal mit den Löschungen an, dann sage ich noch was zu Trump. Ich bin kein großer Freund dieser Löschungen. Erstens, weil die meiner Ansicht nach immer zu spät erfolgen. Das ist immer erst, wenn es schon so einen öffentlichen Diskurs über QAnon oder sonst was gibt, also dass das eh schon überall ist und niemand das mehr nur auf Facebook findet, sondern die Leute dann einfach woanders auch hin ausweichen. Zweitens, weil, und das ist der wichtigere Grund, ich doch die Meinungsfreiheit für ein sehr, sehr großes Gut halte. Und ich so gewisse Bedenken dabei habe, weil es gibt ja durchaus auch Graubereiche, wo es nicht so ganz eindeutig ist oder man sehr genau hinschauen müsste, ein Experte, ob das eine Verschwörungstheorie ist oder nicht, dass irgendwelche amerikanischen Konzerne entscheiden, was in Europa gesagt werden kann und geschrieben werden kann. Und auch Verschwörungstheorien sind von der Meinungsfreiheit abgedeckt. Also ich denke, es ist kein guter Grund, irgendetwas zu löschen, bloß weil es eine Verschwörungstheorie ist. Wenn es jetzt irgendwie gegen geltende Gesetze verstößt, den Holocaust leugnet oder sowas, ich habe einen ziemlich widerlichen Brief gekriegt Anfang der Woche, wo ich jetzt auch noch Anzeige erstatten muss, weil es da klar um Holocaustleugnung geht, dann ist das was anderes. Aber ansonsten bringt das, glaube ich, nicht so viel. Es ist viel sinnvoller, an den Algorithmen zum Beispiel zu drehen, was YouTube aber zum Beispiel auch gemacht hat. Also ich glaube, Freedom of Speech, Meinungsfreiheit nicht antasten, aber Freedom of Spread, dass die eigene Meinung auch noch amplifiziert wird von diesen Netzwerken, darauf hat man nicht unbedingt einen Anspruch. Und gleichzeitig ist das halt immer nur noch ein Rumdoktern an den Symptomen letztendlich und geht nicht im Grunde an die Dinge darunter dran, warum glauben denn Menschen an Verschwörungstheorien? Und das ist eben was, wo dann, wie gesagt, das, worüber wir gerade gesprochen haben, Bildung, glaube ich, viel sinnvoller ist. Es ist jetzt so, wenn man sich jetzt an mit dem Zeichen setzen, ich persönlich fände es ganz gut, wenn Trump hinter Gittern landen würde. Das wäre vielleicht sogar noch deutlich verdienter als dieses Impeachment-Verfahren, wo ich nicht glaube, dass es genug republikanische Senatoren geben wird, die das letztendlich mitmachen. Das würde aber die Verschwörungstheoretikerinnen und Theoretiker nur noch weiter in ihrem Glauben bestärken, dass da ein böses Komplott gegen einen in ihren Augen hervorragenden, wenn nicht sogar den besten Präsidenten aller Zeiten läuft. Also es ist so, dass wenn man sich die einschlägigen Quellen im Netz angeschaut hat nach dem Sturm auf das Kapitol, es im Grunde unter den Verschwörungstheoretikern zwei Meinungen gibt. Die eine ist, ja genau richtig, das war einfach nötig, quasi Legitimation von so einem Akt durch die Annahme einer Verschwörung. Und die anderen behaupten, das war ja überhaupt nicht Trump, sondern das war die Antifa, die quasi jetzt wieder Trump in die Falle locken wollten und dessen Anhänger. Und insofern, wenn man jetzt weiter gegen Trump vorgeht, wird das überzeugte Verschwörungstheoretiker in keinster Weise irgendwie zur Umkehr bringen. Und trotz dieser Dinge, die jetzt da gerade passiert sind letzte Woche und wo jetzt auch einige republikanische Politikerinnen und Politiker weiter von Trump abgerückt sind, ist meine Voraussage als Amerikanist eigentlich, das wird nichts daran ändern an der Tatsache, dass auch wenn Trump verschwinden sollte, was ich immer noch nicht ganz glaube, das, was man Trumpismus nennt, bleiben wird. Denn das Modell Trump hat sich als viel zu erfolgreich erwiesen. Kein republikanischer Kandidat hat jemals mehr Stimmen bekommen als Trump bei dieser Präsidentschaftswahl und ohne Corona hätte er diese Wahl, egal gegen wen, mit großer Wahrscheinlichkeit relativ sicher gewonnen.
Und der hatte also quasi ein Reservoir an Wählern angezapft, die klassisch republikanischen Wähler und eben die, die für populistisch-konspirationistische Rhetorik empfänglich sind, dass das auch in den nächsten Jahren so weitergehen wird, gerade aufgrund der Strukturen des amerikanischen politischen Systems, wo es eben nicht so ist, dass eine Partei von oben vorgeben kann, wie das Ganze funktioniert, sondern aufgrund der relativen Unabhängigkeit, die viel größer ist als in Deutschland, der Kandidatinnen und Kandidaten in den einzelnen Wahlkreisen, es einfach so ist, dass sich da immer die radikalsten Stimmen durchsetzen und insofern von unten genug nachkommen wird und ja auch im Senat Ted Cruz, Josh Hawley, einige Leute sitzen, die sich immer noch nicht von Trump losgesagt haben nach allem, was er gemacht hat und die gehandelt werden als Kandidaten für die nächste Präsidentschaftswahl. Das heißt, ich verstehe die Versuche, Trump zu impeachen jetzt wieder. Ich kann das auch sehr gut nachvollziehen, auch dass natürlich die Demokraten das machen müssen für ihre Wählerschaft. Aber das wird nicht dafür sorgen, dass quasi dieses Reservoir an Verschwörungstheorien geringer wird. Ja, Herr Konitz, Sie hatten noch, sich noch mal gemeldet dazu. Demokratie eben sehr wichtig ist, dass wir halt nicht alle in irgendwelchen Parallelwelten leben, sondern dass wir halt noch einen gemeinsamen Diskursraum irgendwie haben, wo wir uns über die Welt verständigen können und die Gesellschaft. Und insofern jemanden halt aus, oder bestimmte Auffassungen wie die von Trump oder so jetzt aus bestimmten sozialen Medien irgendwie rauszuschmeißen, wird halt auch dazu führen, dass eben die dann in andere sozialen Medien abwandern und dann eben dieser Diskurs eben noch stärker polarisiert wird, weil er halt dann auf komplett anderen Kanälen stattfindet. Und das ist sicherlich auch nicht wünschenswert. Ja, okay. Ich denke, wenn ich auf die Uhr gucke, sind wir leider schon fast am Ende der Veranstaltung. Und also von Seiten der Moderatoren bleibt mir jetzt noch übrig, Ihnen nochmal viel zu danken für Ihre Beiträge und die interessanten Beiträge und auch die interessante Diskussion. Und ja, ich hoffe, dass diese Diskussion auch für unsere Zuschauer anregend war und der eine oder andere Aspekt doch ein bisschen erhellt werden konnte in diesem Zusammenhang. Und dem Dank möchte ich mich gern anschließen. Ganz herzlichen Dank an Sie als Expertinnen und Experten, Frau Gess, Herr Konitz, Herr Butter, an Sie auch als Moderatoren, Herr Hauswald und Herr Schmächtig. Ganz herzlichen Dank auch an Sie zu Hause für die zahlreichen Fragen, die uns erreicht haben. Bitte sehen Sie uns nach, dass wir tatsächlich nicht alle einzelnen beantworten konnten. Ich habe auch den Appell von Herrn Konitz an die Verantwortung von Institutionen bei der Vermittlung von Expertise und bei der Auswahl von Experten wohl vernommen. Das nehmen wir mit. Also vielen Dank an Sie alle. Ich möchte die Gelegenheit noch mal nutzen, auf unsere Veranstaltung, auf unsere nächste Corona-Veranstaltung am 4. Februar hinzuweisen zur Corona-Triage und wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen und vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank.